Was mache ich, wenn ich einen Gast nicht erkenne? Das ist nicht lustig! Was sind das für Beine? Buckelkatze? Ich habe ein gutes Gefühl. Der Erfolg gibt mir recht. Mensch Jürgen, von der Lippe wird 70. Und hier ist Ihr Gastgeber, Jörg Pilawa. Guten Abend. Willkommen. Guten Abend! Herzlich willkommen zur Geburtstagsshow von Jürgen von der Lippe. 70, kein Alter. Schön, dass Sie mit dabei sind. Was war das damals? Eingeschlagen wie ein Blitz, möchte ich sagen, in den 80er Jahren, als er angefangen hat. Gegen diese elende Tristesse der deutschen Fernsehunterhaltung, da kam einer, er sah anders aus, er moderierte anders, er hatte andere Witze, er war skurril. Das war wirklich eine Revolution und das ist bis heute so geblieben. Und wir haben uns gesagt, Mensch, ja, gucken wir noch mal nach. Was hat der Mann eigentlich alles fürs Fernsehen getan, der große Jürgen von der Lippe? Wenn ich durch das Loch im Vorhang gucke auf der Bühne, dann sehe ich da drei Generationen mittlerweile. Und das zeigt, dass ich den Höhepunkt meiner Schaffenskraft erst vor mir habe. Hilfst du auf! Also im Prinzip ist es eine ganz tolle Sache. So merkte ich erst in Sansibar, dass Lisa eine Transe war. Ja, meine Damen und Herren, versuchen Sie, Ihrer Erregung Herr zu werden. Ich habe immer polarisiert und ich habe auch immer gerne polarisiert. Greifen Sie mal richtig rein, ich meine. Wohin denn? Eins, zwei, drei! Ich war lustig. Und das habe ich kultiviert. So einfach ist das. Der Bambi, herzlichen Glückwunsch an Jürgen von der Lippe. Warum ich? Warum erst jetzt? Was sagen Sie wieder zu dem Hemd? Ist das was? Geld oder Liebe, das hat uns Riesenspaß gemacht. Das waren großartige Momente. Dreimal Liebe. Du sagst Geld? Ich sag Geld. Sowas finde ich gut. Und bitte. Krabbel. Ja. Jawohl. Ich habe immer sehr gern gespielt. Scheiße! Das ist das, wofür ich geboren bin. Und ich habe überhaupt keine Lust, damit aufzuhören. Der Große, was sagt er selber, wenn ich länger nicht vor Publikum war, werde ich unleidlich. Wir wollen ihn nicht länger leiden lassen, soll er doch zu uns kommen. Aber wie soll Jürgen von der Lippe auftreten? Über einen roten Teppich? Nee, haben wir beim Echo liegen lassen. Bringt gar nichts. So eine Showtreppe ist auch nichts für ihn. Wir haben gesagt, nein, er braucht was ganz Besonderes. Wir schießen ihn wirklich in diese Sendung. Es gibt den ersten zum 70. Geburtstag betreuten Auftritt für Jürgen von der Lippe. Guten Abend.
Hört ihr mal auf mit dem. Tut ihr doch selber die Fusseln ins Haar. Das sieht sich aber hier. Das sieht sich aber. Ja. Muss pinkeln. So, Jürgen, komm, entschuldige, ich bin mir gleich auf den Fuß gekommen. Jürgen von der Lucke! Guten Abend, ein Wiedersehen mit Bruno. Ist das der Original, Bruno, der Wolfgang? Ich fühle dich einfach so, als wenn das ist. Okay. Gut. Er kann sich leider kaum bewegen. Wir hätten ihn gerne noch mehr heute machen lassen. Aber Bruno ist leider ein bisschen gehbehindert, um es vorsichtig auszudrücken. Was man bei dir ja nicht das Gefühl hat, so rasant, wie du hier runtergekommen bist. Das war ja einer der wenigen Wünsche, die ich geäußert habe, dass ich geriatrisches Hightech schon mal im Vorgriff ausprobieren kann. Lass uns einfach nach vorne gehen. Haben wir denn wenigstens einen Rollator für den Weg? Ich glaube, wir schaffen es. So, nicht zu schnell. Nein. Denn Timing ist alles. Ich befreie dich ein wenig. Ja. Ich dachte immer, die Hawaii-Hemden sei reine Arbeitskleidung für dich. Ist das... Ja, man könnte ja eine solche Ehrung im weitesten Sinne als Arbeit verstehen. Aber selbst wenn nicht, denke ich, dass das sehr verehrte Publikum es als solches versteht. Wir haben für dich etwas kreiert, das habt ihr du nicht, platzt das doch habt extra. Ihr nicht kreiert, das hat die Industrie. Das habe ich mir auch gewünscht. Und wenn ich mal im Heim bin, ja, dann wird man mir hoffentlich pass auf, diesen ja, ja, Sessel... Ja, ja, ja. Du zeigst das? Ja. Es hat eigentlich nur zwei. Das Tolle ist, ich fange mal mit dem Schönen an, weil das ist ganz wichtig. Man will ja ab und zu vielleicht noch mal aufstehen. Da drückt man hier drauf. Das ist es. So, ja. Pass auf. Ja, passen Sie gut. Das habe ich nämlich mal gesehen. Es passiert du hast nicht. Übrigens, der ist jetzt schon kaputt. Du hast die Arschheizung angemacht. Ja, das... Wieso? Geht es ja kaputt jetzt schon, oder was? Wahrscheinlich. Wir wollten dir den schenken. Ja, das ist toll, weil er kaputt ist. Ja, aber... In diesem Moment ist wahrscheinlich der Wunsch geboren... Aber ich hatte mich gefragt, wie das die ARD hinbekommt, solch ein Stück, was sie gekauft haben, dir zu schenken. Tut aber jetzt, sie ja nicht. Willst du jetzt? Da ja. Geht gar nichts. Tut sich überhaupt nicht. Nein, wird nur warm hin. Bleibst du trotzdem? Ich bleib trotzdem. Das ist ganz... Aber ich muss dir sagen, ich habe in der Aufregung mein Blutdruckmittel vergessen einzunehmen. Und jetzt? Und... Nicht nur das, ich bin ja auch Allergiker, Frühblüher, Hasel, Erle, Birke. Mein Allergiemittel, auch vergessen. Ne? Da könnte ich dir meins geben, das habe ich auch. Was nimmst du? Darf ich Cetirizin sagen? Gibt es ja von mehreren Firmen. Aber weißt du, was ich jetzt gemacht habe? Das ist, muss ich wirklich, weil ich gesagt habe, das mache ich nicht. Ich habe Bioresonanz gemacht. Hast du das mal versucht? Nein. Das sieht total bekloppt aus. Du liegst auf einer Liege bei einem Heilpraktiker und nimmst so zwei Kugeln in die Hand. Und da werden dann so Ströme durch deinen Körper, so... Und ich habe da gelegen, habe gedacht, wenn mich irgendeiner sieht, das sieht so bekloppt aus, aber mit dem phänomenalen Ergebnis, dass ich erstens besser schlafe seitdem und nicht mehr gegen Birke, sondern gegen Gräser allergisch bin. Oh. Ja. Ja. Du bist kein Mensch, der Überraschung eigentlich mag. Heute haben sich so viele Gäste hier angesagt. Gäbe es auch so einen Gast, wenn der kommt, dass du sagst, nö, da gehe ich? Nö, das werden wir ja sehen. Also ich meine, das ist ja das Schöne. Und ich weiß ja nicht, was du jetzt im Vorfeld gesagt hast. Ich habe gesagt, als man mir das antrug, was mich wahnsinnig gefreut hat, wirklich, das jetzt so, muss ich ja sagen. Nein. Rede ruhig weiter, ich hole uns was zu trinken. Sehr gerne. Ja. Ich habe, ich feiere ja auch keinen Geburtstag, weil wenn man ein Fest macht, ja, dann sind die beleidigt, die man nicht einlädt. Richtig. Für die anderen ist es eine Selbstverständlichkeit. Und deswegen liegt da kein Segen drauf. Deswegen habe ich auch davon abgesehen, mir Gäste zu wünschen heute und habe gesagt, nee, macht ihr das, dann bin ich es nicht schuld. Wir trinken jetzt Alkohol? Du, wenn nicht jetzt, wann dann? Nur mal dran nippen, weil du bist ja ein Experte. Ich habe erst gedacht, das ist ein Lied über diesen Kampfsportler, Jean-Claude Van Damme, bis ich begriffen habe, ist ein Sauflied. Ja? Hm.
Abgang? Mmh. Wunderbarer, langer Nachhall, wie Damensattel nach scharfem Ritt. Aber was du schon so alles im Mund hattest, finde ich bewundernswert. Nein, das ist schon ein uneingängiger Terminus in der Önologie. Finde ich sehr schön. Doch, doch. Also, wir wollen heute dich mit vielen Gästen feiern. Ehe du fragst, es ist nicht zu weit. Nein. Das kann der Stuhl auch nicht nach vorne. Also, er kann auch nicht sich aufregen. Damit du mal siehst, was ich für einen Stress hier hatte, meine Damen und Herren. Ich will Ihnen das mal zeigen. Das ist ein sogenannter Screenshot von einem mobilen Endgerät, mit dem man telefonieren kann und sich SMSen oder WhatsAppen schreiben kann. Denn wir durften tagelang keine Namen nennen der Gäste, die heute kommen. Und da bekam ich heute Folgendes mit. MA ist im Haus. CT ist auch da. Genauso wie KD und MN. Und HL erstmal. So wie IM. CK ist jetzt auch da. MS ist da. AF kommt. Guck dir jetzt erstmal. MO hat Hüfte. Smiley. Das sind deine Gäste heute. Klingt wie ein Stasi-Bericht. Ja, ist so ein bisschen. Nein, also es werden tolle Sachen hier passieren. Bist du jemand, der dann auch, wenn er so gefühlsmäßig erregt wird durch solche emotionalen Momente, der dann auch so ein bisschen Pipi ins Sehorgan bekommt? Oder bist du davon völlig frei? Nein, ich bin da gar nicht. Furchtbare Sitzposition, ich merke. Kann ich ein Kissen haben? Ich bin da, darf man das? Oder na, also, ich bitte. Ist das für andere, für IM oder HK oder AM? Ist AM Angie? Oh! Wäre das, Moment. Kommt die? Hallo. Sehr toll. Sie hat alles versucht, um reinzukommen. Wir wussten es zu verhindern. Ich dachte, dann hätte Seehofer gemacht, nur wenn ich mitkommen darf. Und dann haben wir es. Wo waren wir gerade? Wir waren, ob du anrührst. Ich bin sehr anfällig. Ich weine im Kino manchmal schon bei der Werbung. Es gibt einen Moment, den ich, wo es mich immer zerreißt, das ist immer, wenn ich eine Sendung, an der ich sehr hing, und ich habe an allen Sendungen gehangen, aufgehört habe. Dann der Abschied, letzte, ne? Vom furchtbar. Furchtbar. Aber sonst, ja, wie gesagt, Filme, mal. Bücher. Ja. Ich finde, es gibt natürlich Geld oder Liebe ist die Sendung, die jeder sofort mit dir in Verbindung bringt. Es war der 28. September des Jahres 1989. Stimmt das? Weiß nicht. Ja, das war die erste Sendung. 70, Jörg, 70. Oh Mensch. Frag mich doch bitte, ich hab noch Glitter im Haar, sehe ich gerade. Aber selbst das steht guck dir. Mal, ja? Naja, das sind aber nur so kleine, das ist nichts Großes. Ja, aber man denkt, der hat aber große Schuppen. Das ist im Alter auch egal. Das ist dann. Also, du hast einen schönen Satz damals gesagt, weil es gab ein Spiel. Ich habe mir diesen Satz extra hier mal rausgesucht. Mal gucken, ob ich den so schnell finde. Du sagtest nämlich in der ersten Geld- oder Liebe-Sendung irgendwann, wie machst du das eigentlich? Ich finde ja, im Alter werden die Arme zu kurz. Was hast du? Eine Brille. Ja. Oben ist weit, unten ist lesen. Oh, super. Das ist toll. Ich fahre... Ja, man muss sich dran gewöhnen. Sieht bescheuert aus. Du hast gesagt, ich fahre dann gleich so ein Kabäuschen rein. Und damit ward ein Spiel geboren, was für mich ein Highlight im Fernsehen war, ja, weil du etwas geschafft hast durch diesen Kiosk, was unglaublich war. Wir können ja mal rübergehen. Ja. Komm mal bitte mit. Das ist, ist das noch die alte mechanische? Ich hoffe nicht, weil die ging ja nie. Nee, das war aber Teil der Show. Aber ich glaube, du wärst böse gewesen, wenn sie funktioniert hätte. Ja, es hätte nicht dürfen. Ja. Wir wollen das mit dir spielen. Der einzige Unterschied ist, du spielst. Ja, ja. Du kannst ruhig schon mal hinter den Vorhang schreiten. Habe ich denn auch, einen Partner oder eine Partnerin? Du bist dramaturgisch genau bei der richtigen Frage angekommen. Denn das Schöne an diesem Spiel ist, das Publikum wird es dir vormachen. Du wirst raten, aber nicht alleine. Ja. Ja, es kommt nach und nach immer ein Gast rein, jeweils für eine Minute. Ihr könnt euch viel Zeit nehmen für die Begrüßung, geht aber dann ab von der Spielzeit. Ja?
Das ist übrigens etwas, wovor ich Angst habe. Ich sagte eben schon 70, also Demenz würde ich es noch nicht nennen, aber das Gedächtnis, was mache ich, wenn ich einen Gast nicht erkenne? Ja. Ja. Da ich weiß, dass du Nosophobiker bist, habe ich mich darauf vorbereitet. Ich werde jeden Gast, bevor er kommt, namentlich erwähnen. Ich höre aber auch schwer. Nur weil ich werde sehr laut und deutlich. Dankeschön, sprechen. Das hilft. Ganz kurz für Sie im Publikum und für Sie zu Hause, das sind die Spielregeln von unserem Kiosk-Spiel. Dort oben werden gleich einzelne Begriffe erscheinen, so war es damals auch schon. Dazu gibt es ein Symbol, entweder Hände, das heißt, Sie machen es pantomimisch, oder einen runden Kreis, das soll ein Tischtennisball sein. Sie haben alle unter Ihrem Sitz einen solchen. Den nehmen Sie bitte zu Beginn des Spiels raus, müssen Sie ihn auch gar nicht wieder zwischendurch rein, nicht wieder rausnehmen. Behalten Sie ihn einfach im Mund, macht es einfacher. Also, Sie können ihn auspacken oder auch mit Papier nehmen. Und wenn das dann kommt, erklären Sie, was da oben steht. Das sieht nicht nur total bescheuert aus, sondern es klingt auch sehr lustig. Das heißt, es wird auch verbal erklärt. Es wird verbal. Unter Behinderung. Genau. Ja, so machen wir das. Fein. Möchtest du deinen ersten Gast kennenlernen? Ja. Gut, den kennst du garantiert. Jürgen Vogel. Ja. Oh, mein Lieber. So. Schön. Jürgen! Die beiden Jürgens. Ich bin aufgeregt. Rechen. Okay, geht schon los. Aufstehen so, und aufstehen. Genau. Ball rein. Hände klatschen. Sobald ich diesen Pijökel hier bediene, geht es los. Reden können wir gleich mit Jürgen und Jürgen. Also, hier ist Begriff Nummer 1. Zeit läuft. Wenn ich nicht. Ein Rund. Sonne. Sonne, Sonnen, Sonnen, Sonnenanbeter. Sonnenanbeter. Ja, sehr gut. Sonnenanbeter, wunderbar. Ein gutes Team. Nur die Hände, nicht Hände reden. Klatschen. Gesichter, Backpfeife. Backpfeife, sehr gut. Sehr gut. Nur reden, keine Hände. Blumenmann, Blumenmann. Blumenmann ist richtig. Blumenmann. Nur Pantomime. Tanzen, tanzen, schreien. Du, Tanzen ist gut. Party. Ja, Party ist Party, Geburtstagsparty. Haarparty, Haarpracht, Ohren, Haare? Nein. Große Party, Kratz, Tier, Tierparty. Tierparty. Ein besonderes Tier. Tier. Affenparty. Party. Affentanz, Affentanz. Nee. Party, was? Partylöwe. Partylöwe, ja. Okay. Jürgen, wo bist du? Hier, ich brauch dich. Buh. Applaus, buh, niedrig, buhen. Ausfallen. Ausfallen, ausbuhen. Ausfallen. Freistoß, Kolosseum. Nicht Köln, sondern. Düsseldorf! Ja! Tanzen, gleich wieder. Balancieren. Lambada. Lambada, nein, so. Seiltanz. Zeit ist um! Seiltänzer nehmen wir doch, Zeit ist um! Ah ja, okay. Du darfst schon zum Sofa gehen. Wir können du warst noch toll. Sehen wir uns noch? Ja, wir ja. Dein nächster Gast, auch ihn kennst du. Annette Frier. Ah, ja. Welche ist das? Das bin ich. Hallo, lieber Jürgen. Welche? Na? Das ist gut. Hallo, ja, grüß dich. Die Zeit läuft jetzt. Mund, Kuss, Kuss, Zungen, Handkuss. Zungenkuss. Ja, Zungenkuss. Na, nur Schulter. Schulterklopfen. Klopfen. Katze. Schulterklappen. Schulterpolster. Ja. Hast du doch an. Schulterklappen, hab ich gedacht. War doch. Frau, schöne Frau. Was? Hä? Wespentaille. Ja. Sehr gut. Mich jetzt nicht auf. Kalt, eiskalt. Schüttelfrost. Schüttelfrost. Schlafprobleme. Schlafzähne. Schlaftablette. Ja. Tablette. Natürlich, ist ja richtig. Nein, nur hier. Was? Was? Ein bisschen lauter. Leguan? Lebkuchen? Zeit ist um. Was war das? Tischtuch. Oh, ihr habt Lebkuchen. Tischtuch. Annette, du kannst dich schon mal hinsetzen. Danke. Ja. Tschüss. Jetzt. Ja. Jürgen. Ich möchte sagen, Jürgen von der Lippe 3.0, hier ist Kristall. Ah. Warte mal, du musst mir jetzt mal schnell so ein Ding beibringen. Ja.
Was war das denn? Fandst du das nicht funky? Ich könnte dein Vater sein. Ja. Geht das auch schneller? 60 ja. Sekunden ab jetzt! Tischtuch. Ah. Tischtuch! Nein! Der Bauch Pantomimisch! Ja, sehr gut. So ein Scheiß, das Ding geht auch doch jetzt! Kätzchen! Schmusekätzchen! Kater! Schulter! Nee, Rücken! Hexe! Buckel! Hexe. Buckel! 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 Hex! Hexen. Buckel ist gut, Hexen. Ein Tier. Ein Tier vorm Buckel. Buckel. Buckel? Buckelwal. Buckelwal? Nicht Hund, sondern Katze. Katze. Buckelkatze? Katze. Katzen. Buckel. Ah! Buckel. Ah! Wir sind Buckelkatze. Essen! Komm mal. Schnitte. Schnitte ist gut davor. Sahneschnitte. Sahneschnitte, ja. Haus, Boxen, ab. Kinnhaken, Kinnhaken. Nehmen wir doch. Danke, Zeit ist oh um. Oh Gott, du warst toll. Sehr gut. Ich liebe dich von Herzen. Wir sehen uns. So, ich freue mich auf das, was jetzt kommt. Ganz ruhig. Hier ist Karl Dall. Hast du das Spiel schon mal gesehen? Ja, ich habe das Spiel schon öfter gesehen damals. Es war immer unter meinem Niveau. Ja. Seid ihr soweit? Nein. Dann warten wir noch. Wir wollen erst mal Wiedersehen feiern, nicht? Du bist ja der Einzige wahrscheinlich, der noch älter ist als ich. Ne? Aber ich... Also, mal ganz ruhig, ja? Ich sehe aber genauso alt aus wie du. Also ich bin 7,5 Jahre älter, aber ein ordentliches Leben. Da hat einer seinen Ball da, ist ihm aus dem Maul gefallen, haben sie gar nicht gemerkt. Ja, ja wollte er nicht. Seid ihr soweit, 60 Sekunden ja, so. Ab jetzt. Mief, Hund, Schnüffelhund. Hund. Hund. Hundekacke. Hundefutter. Hunde wollt ihr ewig leben. Blindenhund. Schon ganz gut. Schnüffelhund war auch schon gut, aber anderes Wort. Spürhund. Spürhund, ja. Spürhund, genau. Schraubenzieher. Salzstreuer, nee. Bleistift. Spitzer. Ja. Prima. Ja. Haben wir prima geschafft. Nur die Hände. Schaukelpferd. Ja, haben Sie die ganzen alten Begriffe oh, genommen, ne? Saufen. Schluckspecht. Schuppen. Schnabeltasse. Ja! Zeit ist um. Meine Damen und Herren, das, was Sie gemacht haben, schauen Sie sich das niemals an. Ja. Es war aber also super. War gut. Gehen wir zum Sofa? Ja. Trinken ja. wir was? Sehr gut. Vielen Dank. Karl, möchtest du in diesen Sessel? Was? Den kann ich sehr empfehlen. Tischdecke. Mir hat sich ein Tischdecke wie ein angehört. Da gehe ich nicht rein. Nein, nein. Nein. Ich gehe hier hin. Schade. Möchtest du gerne in den sitzen? Nein. Dachte. Ich möchte gerne man hat mir gesagt, jetzt soll der Stuhl aber funktionieren. Komm. Ehrlich? Ja. Na gut. Wir bringen dich in jegliche Position, die du gerne hättest. Tut sich was? Ja. Der ist ja ähnlich schnell wie der Treppenlifter. Ja. Und ich frage mich jetzt noch, warum ich mich auf dem Treppenlift anschnallen muss. Ab jetzt muss die Kamera hochfahren. Jetzt muss die Kamera hochfahren. Ja. Wegen Doppelkinn-Gefahr. Das sage ich aus eigener Erfahrung, Jürgen. Ach, du hast doch keine Und wie ist es? Nein. Ja, das ist schon schön. Ist herrlich, ne? Jetzt Massage. Hast du Massage? Gute Nacht. So. Jetzt müsste das noch so eine Massagefunktion haben. So ein Arm, der so rumkommt. Da hatte die ARD kein Geld. Da ist wieder gespart worden, am falschen Ende. Es gibt diese Matten, die man so drauflegt mit Massagefunktion. Das würde dazu. Nee, du meinst die Ehefrau. Wir reden über den 70. Geburtstag. Ich würde doch nie Mathe sagen. Ich habe eben hinter der Bühne gesagt, du schaffst es, aber keine drei. Sag mal, Chris, was verbindest du mit Jürgen? Jürgen und ich haben schon ein paar Sendungen zusammen gemacht. Das hat mich persönlich immer sehr gefreut. Jürgen hat es
geduldet. Na. Und wir hatten immer sehr viel Spaß. Kannst du den Seiltrick noch? Oh, ich könnte es probieren, aber ich... hast du ein Seil hier? Nee. Ja, dann nicht. Muss ein besonderes Seil. Nein, Jürgen und ich hatten zusammen eine Sendung und dann haben wir danach, darf ich das sagen, hier, ja, gesoffen wie die sonst was. Du hast gar nichts getrunken. Nee, du aber, das war echt lustig. Aber ist schön, wie du den alten Herrn in Schutz nimmst. Ja. Das war so lustig, weil Jürgen hat mir dann immer Zaubertricks gezeigt und in seiner Welt war er noch total schnell. Riesenarschloch, der Kristall. Ja, er war so. Gibt's doch gar nicht. Es war so witzig, weil alle. Chris, das wirst du nie begreifen, also. Und ich habe einfach nachgemacht und hat er mich angeguckt. Chris, du bist unglaublich. Und ich so, ja, das habe ich hingekriegt. Musst also, du besoffen gewesen sein, ja? Was? Glas ist noch vakant hier, das eine. Ja, nehmt euch, Chris, du kannst vielleicht auch das noch Gläser, Flasche vielleicht nötige, ein bisschen einschenken. Ihr kennt euch von Schillerstraße. Na klar. Wer dreimal lügt, was liest du? Ja. Was macht ihn so aus, wenn man mit ihm zusammenarbeitet? Ja, sehr guter Sex in erster Linie. Ich habe gedacht, es ist eine chauvinistische Runde. Ich muss hier erstmal ankommen. Du kennst ihn ja am längsten. Was hat Jürgen, das du gerne hättest? Die Gelassenheit und auch meine Kritik sofort wegzustecken. Ich hadere immer noch jahrelang, wenn einer mich nicht gut findet. Aber was er so schön konnte, ich glaube, kann man das Publikum noch auswechseln hier? Meine Damen und Herren, wir haben uns heute hier versammelt, um Jürgen zu feiern, sondern auch zurückzublicken. Es liegen so ein paar Requisiten, die man mit dir sofort verbindet, wenn man dich ein bisschen kennt. Am schönsten eigentlich, finde ich persönlich, wir haben es eben schon vorhin in dem Film gesehen, Das ist eine Unverschämtheit, denn das Original, was ich noch besitze, ist ungefähr ein Drittel so groß. Ja? Das ist wirklich eine Unverschämtheit. Das ist eingelaufen. Dann zieh an! Nein, die würde mir ja runterfallen. Dann hast du das falsch gewaschen. Aber sie ist ja auch vorne ein Drittel kleiner. Guck mal. Ach, das fantastisch! Herrlich. Also, ein nahtlos geschweißter Olympiakörper in dieser Büchse. Da kann Hasselhoff doch baden gehen, oder? Ich meine, guck das mal. Macht er ja auch. Das ist irre, ne? Nicht ein Grämmchen Fett auf den Hüften, kleines Popöchen. Wie waren die Reaktionen? Weil das ist ja schon außergewöhnlich gewesen, so etwas zu machen. Nein, die Situation war einfach die, wir hatten einen Strickwettbewerb. Und zwar strickten freiwillige Strickerinnen gegen den amtierenden Strickweltmeister. Und zwar Bikinis. Da war also das, und dazu hatten wir Models eingeladen, denen ich also zumutete, in halbfertigen Bikinis zu posieren. Gab es denn Freiwillige? Ja. Ja, viele. War eine andere Zeit. Da durfte man Dinge. Und eine von den Strickerinnen brachte diese Hose mit und zeigte sie. Und in dem Moment war mir klar, dass ich aus der Nummer nicht rauskam, habe dann die Buchse angezogen. Gab es Angebote? Ich glaube, ich habe das meiste beiseite geschafft, wegen meiner Frau. Das kann man jetzt auch falsch verstehen. Ich habe alles beiseite geschafft. Das meiste vor allem. Ist ein guter, ne? Ja, das ist ein feiner Kerl. So. Ein anderes Utensil, auch aus einer Sendung. Also wenn unser eins das jetzt aufsetzen, wenn wir sagen, ja, die Frier will lustig sein. Wenn du jetzt aufgesetzt hast und gesagt, ja, das ist der Jürgen, guck mal, wieder was Schönes. Was war das? Das war ein Geld- oder Liebesspiel. Ich weiß nur nicht mehr, was für die Klorollen. Da kommst du vorne, da haben wir es. Da hast du dann da, du wenn du deine Allergie hast, genau, dann kannst du. So eine Erfindung. Eine Hammer-Erfindung. Ja. Das ist eigentlich eine super Erfindung. Ja. Wir haben hier noch den Zylinder vom Vollstrecker, der kommt nachher auch noch vorbei. Aber, Oh mein Gott, da ist er. So, aber auch wir werden nachher nach einem Spiel vollstrecken. Das aber erst in gefühlten 5,5 Stunden. Deshalb lass uns nicht darüber sprechen, sondern über den Prominenten im Sack. Eine Hammeridee. Zog sich wie ein roter Faden durch die ganze Sendung und am Ende wurde dann gelüftet, welcher Prominent. Du warst auch mal im Sack, ne? Ich war mal der Prominente im Sack, ja. Und ich wurde, das ist 30 Jahre her, ja, da war ich noch völlig unbekannt, aber alle kannten mich. Mhm. Ja. Durch die Altstadtkneipen alleine hier schon. Ja. Ganz schlimmer Karl Dahl war das. Sie waren alle drin. Hier, Biolek dabei,
Dieter Krebs, Norbert Blüm, Roberto Blanco und im Hintergrund gucken Sie bitte nicht hin. Ja. Ach du Scheiße. Da ist er ja. Harold Carpendale. So, Harald Juhnke. Rudi Carrell. Da war die Maskenbildnerin sauer, dass sie nicht mehr rankommt. Geht gar nicht. Ach, der Mike Krüger. So, alle waren sie da. Wollten die, haben sich auch bei dir gemeldet und gesagt, ich will da auch mal rein, oder? Wir waren die erfolgreichste Sendung 88, die ARD-Sendung. Ab 16 oder 18 Millionen. Ich meine, da kann man schon mal vorbeischauen. Wir haben heute auch einen Promi im Sack. Mal gucken, ob du ihn errätst, wer das sein könnte. Wir schauen mal nach hinten. Der macht sich gerade fertig. Schlank. Sofort erkannt. Mann. Ja, ich habe ihn auch schon erkannt. Groß. Du wirst noch mehr Hinweise bekommen. Okay. Er kommt nachher auf jeden Fall noch, auch für dich eine Überraschung, ein Promi im Sack. Mach mal winke, winke. Dankeschön. Es kommt jetzt eine Künstlerin zu uns, die du wahnsinnig schätzt. Du hast dich unlängst über sie sehr, sehr positiv geäußert. Sie verehrt dich auch wahnsinnig. Sie sagt, also vieles von dem, was ich heute mache, kann ich eigentlich nur machen, weil es dich gibt. Und sie macht heute etwas, und das zeigt die Liebe, die sie zu dir empfindet, was man sich kaum vorstellen kann. Denn du bist zwar in Bad Salzuflen geboren, aber in Aachen aufgewachsen und bist ein großer Alemannia Aachen-Fan. Das kann man im Moment nicht sagen. Sind in der vierten Liga, irgendwo hört's mal auf. Hallo, also, in guten und in schlechten Zeiten, Jürgen. Und diese Künstlerin ist der größte erste FC Köln-Fan der westlichen Hemisphäre. Und sie kommt trotzdem mit Alemannia Aachen zusammen. Das war's, oder? Hier ist Caroline Kebekus. Juhu! Die Jungs haben dir was mitgebracht. Ich leg dir das mal um. Ja, das ist du wirkst quasi erleichtert, dass du ihn abnehmen darfst. Nö, nee, alles geht? Gut. Wo, nimm gerne bei Gaius Platz. Ich muss ganz kurz sagen, das ist die U9 von Alemannia Aachen. Wo ist der Captain hier? Wirklich Aachen? Ja. Ihr habt keinen Captain? Ist völlig überbewertet. Wer hat das letzte Tor geschossen? Alle. es geht aufwärts mit Alemannia. Alle hier. Die Mannschaft steht zusammen. Wer von euch kann Witze erzählen? Gibt's hier jemand? Nicht. Oh, pass auf, wir sind 20.15 Uhr, du kannst, aber du kannst alles sagen, wenn das was du ansatzweise willst. Jugendfrei ist. Ich übersetze mal, du kannst. Komm mal zu dir rüber. Komm, wir spielen, ich pack meinen Koffer. Ja, pack deine Sachen und zieh ab. Sehr gut. Ein Dialog zwischen deinen Eltern. Vom Timing her können wir. Nee, und vor allen Dingen auch schon gedreht, denn die Pointe liegt ja bei der Frau. Politisch korrekt. Super. Du bist bei uns, Karin, freuen wir uns sehr. Du wirst jetzt auch etwas singen. Ja. Wenn ich jetzt fragen würde im Publikum, was ist der erfolgreiche Song von Jürgen von der Lippe 1987, der erfolgreichste deutsche Song, ist es? Blue Bayou? Blue Bayou war das, klar. 87. Ja, ich hätte 86. Kriegst du jetzt gerade Tränen schon in die Augen? Nee, ich habe nur überlegt, wo ich da war. Der ist es. Wie textsicher auch, ne? Wahnsinn. Ja. Guten Morgen, liebe Sorgen. Völlig neu interpretiert von Caroline Kebel. Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch
so gut geschlafen, na dann ist ja alles klar. Wir schwingen unser linkes Bein behende aus dem Bett. Der Bettvorleger gibt uns Schwung bis direkt vors Klosett. Und wo wir schon mal da sind, da bleiben wir auch hier. Fertig, wo ist das Papier? Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Na dann, ist ja alles klar. Wenn ein Tag so wunderschön beginnt, ist alles drin. Heute bleibt die Dusche kalt, das Wasserrohr ist hin. Wir gleiten auf den Fliesen aus und prellen uns den Steiß. Als Krönung schmeckt der Kaffee heute irgendwie nach Schweiß. Oh, guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen, na dann ist ja alles klar, dann ist ja alles klar. Und jetzt alle! Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen, na dann ist ja alles klar. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen, na dann ist ja alles klar. Guten Morgen, liebe Sorgen, habt ihr auch so gut geschlafen, na dann ist ja alles klar. Alle von Aachen! Und die U9 von Alemannia Aachen. Caroline, großartig. Aber das war ja eine hochinteressante Version, irgendwie in Moll. Wie habt ihr das transportiert? Das ist alles Jazz. Jo. Ja, sicher, aber Moll. Ja, sicher, Moll. So. Aber doll, schon, doll schon, schon hier, ne? Gänsehaut, ja, das ist natürlich, Hammer, das Ding. Natürlich, vor allen Dingen der eine Ton, wo die, du weißt, die Stimme. Klar, ich weiß ganz genau, was du meinst. Du hast dich ja sowieso so lobend über die Stimme von Caroline Neuss geäußert. Du hast gesagt, also mit der Stimme könnte sie weltweit Karriere machen. Macht sie ja auch. Dabei war ja jetzt im Grunde nur eine Zustandsbeschreibung. Er kommt noch, meinst du? Ja. Ja, gut. Das, warten wir drauf zusammen. Ja. Das ist gut. Wir lassen uns ein bisschen über Witze reden. Wir könnten eine Witz-Impro machen. Mhm. Du nennst mir einen Buchstaben und ich erzähle einen Witz dazu. Könnten wir machen. Jürgen, mach mal. Da gibt es Parallelgespräche. Buchstaben. Irgendein Buchstaben? B. Die blonde Bertha betritt einen Fahnenshop und sagt, ich hätte ja eine blaue Deutschlandfahne. Dann sagt der Fahnenshop-Verkäufer, Deutschlandfahnen gibt es nur in Schwarz, Rot, Gold. Dann nehme ich eine rote. So. Wie ist es denn mit den Witzen, die geklaut werden? Also es gibt ja... Es gibt keine Witze, die geklaut werden. Doch, ich habe mal einen Witz geklaut von Jürgen. Erzähl. Ja, der war ja nicht von mir. Ach, der war nicht. Deswegen von wem war der auch schon geklaut? Den habe ich irgendwo her. Welcher war es denn? Kennst du den? Wer war das nochmal? Ach, Typ macht einen an auf der Party und sagt, Jürgen sagt. Frau. Nein, ich glaube, es gibt Krieg. Warum? Mein Säbel juckt. So. Und dann, dann habe ich aber auf der Bühne den sozusagen weiterentwickelt, weil man muss da ja noch was antworten drauf. Weil wenn so jemand kommt auf einer Party und gibt einem so einen Spruch, das ist immer lustig, aber im echten Leben steht man da ja noch. Da tut sich ja kein Loch auf, in das alle verschwinden. Und dann hatte ich als Antwort überlegt, dass man sagt, dann würde ich den Säbel vielleicht mal waschen. Ja. Oh Gott! So. Und ist das jetzt lustig oder nicht? Ist lustig? Ja, richtig lustig.
Ja, pass auf. Natürlich ist das lustig. Ich muss sagen, ich hab da keine. Gib mir mal bitte deine Brille. Meine Brille? Bitte, ganz kurz. Krieg ich die wieder? Ja. Natürlich. Jetzt okay, los. Warte, wir machen doch eine Witzimpro. Achso, ja gut. Boah, siehst du scheiße aus mit der neuen Brille. Ich hab gar keine Brille. Keine neue Brille. Achso. So was finde ich ja lustig. Boah, siehst du scheiße aus mit der neuen Brille. Ich hab gar keine neue Brille. Aber ich. Danke, sehr freundlich. Ja. Okay, was? Ich kenne, mir ist auch noch einer eingefallen, der nicht unter die Gürtellinie geht. Ja. Zwei 90-Jährige vom Scheidungsrichter. Der Scheidungsrichter, entschuldigen Sie, dass ich das jetzt frage, ist sehr persönlich, aber ich meine, Sie sind beide 90. Warum lassen Sie sich denn jetzt noch scheiden? Und da sagen die, wir wollten nur warten, bis die Kinder tot sind. Ja. Wir sind ja hier, weil wir da Geburtstag feiern. Zu Geburtstag gehören Geschenke. Ihr habt ja alle Geschenke mitgebracht. Was? Dich? Wo ist denn was zu essen eigentlich? Ja. Gleich. Ja, ich habe hier meine Besten. Was ist das für eine Party, wo es nichts zu essen gibt? Gut, dann machen wir erstmal das Essen. Ist auch gut. Guck mal. Hä? Ah, ja. Oh. Hier hoch. Bravo. Das ist eine geile Karte. Komm, Chris, hilf mir mal bitte. Horst nicht da. Ach, ja, geh mal hin. Warte, ja. Ich hab ja auch ein Kerzchen bei. So viel Zeit muss sein. Ich dachte mir eigentlich, die würde brennen, ohne dass sie jemals aussieht. Aber ich glaube, Jürgen, das ist. Sie doch nicht mal an. Niemals an. So, jetzt hab ich es. Herrlich. So. Wir bedienen uns hier schon mal bei dem mitgebracht. Du sehr kannst gerne. Gerne gratulieren. Also, hier gibt's ein Weißwein. Lieber Jürgen. Was für eine Freude. Was freue ich mich erstmal? Du warst dreimal bei mir zu Besuch. Ja. Ich kann mich gut daran erinnern, was du gelitten hast beim Larve. Und deswegen habe ich mir gedacht, jetzt kriegst du einmal vernünftiges Essen von mir. Da war ich sehr tapfer, das stimmt. Pass auf, stell es hier hin, wir gehen mal richtig lecker holen. So, wir holen mal lecker, lecker. Was, ich hole mal. Ja, aber hallo. Anreichen. Oh. Oh, lecker. Haben Sie auch Hunger? Hier, guck mal hier. Gibt aber nichts. So. Sag mal, hast du etwa einen Smoothie gemacht? Ja, selbstverständlich habe ich einen Smoothie gemacht. Du kennst den. Wo stellen wir das denn hin? Flönz. Wir haben keinen Platz. Flönz auf Riefkuchen mit obendrauf mit Zwiebelchen. Und guck mal hier, ganzer Hund. Kannst du mal übersetzen, was ist das dann? Blutwurst, Zwiebelchen auf Reibekuchen. Achso, kennt er. Ich nehme das mit hier, komm. Ja. Setzt euch gerne wieder an den Tisch. Also während wir hier essen, möchte ich dir das erste Geschenk eigentlich näher bringen. Ja. Viele Prominente haben gesagt, wenn Jürgen Geburtstag hat, wir schenken ihm natürlich etwas, die Kollegen. Auf Ex. Und durch die Nase ziehen. Das erste kommt in HD. Es ist einer, den du sehr, sehr gut kennst. Nee, kannst du mich behalten. Du hast mit ihm Schach gespielt, Tennis gespielt. Ja, und er hat gesagt, Mensch, so gut wie mir. Da mache ich doch was. Ein Geschenk von Mike Krüger. Party! Hey, Party! Lieber Jürgen, nur für dich. Pass mal auf. Ein Lied. Nur für dich. Er hat den Schalk im Nacken und sieht sehr gut aus. Er schreibt Bücher, Gags und Hits und kriegt zu Recht Applaus. Er liebt schon immer gutes Essen, gern auch selbst gekocht. Aber noch mehr als sein Essen hab ich ihn gemocht. Und er trägt immer bunte Hemden, sei es noch so kalt. Das ist Jürgen von der Lippe, denn so ist er halt. Donnerlippchen haben wir schon viele Shows gemacht. Zusammen Sketche gespielt, gesungen und gelacht. Wir haben Tennis und auch manchmal Schach gespielt. Ja, kann er. Eine Freundschaft, die schon über 40 Jahre hielt. Und einer wird bestimmt noch 100 Jahre alt. Das ist Jürgen von der Lippe, denn so ist er halt. Und einer wird bestimmt noch 100 Jahre alt. Das ist Jürgen von der Lippe, denn so ist er halt. Jo! Das war toll geschnitten, diese Tennisszene. Ja, da habe ich gar nicht mit Mike gespielt, mit Hans-Werner Ulm. Ja, wir haben da unser Bestes gegeben. Nee, ist schön.
Ich habe ja eine schöne Erinnerung an eine gemeinsame Sendung, die wir gemacht haben, die NDR Talkshow. Rita Süssmuth war damals zu Gast. Sie hat sich, ich möchte sagen, fast nass gemacht vor Freude. Wir alle. Ja, das war wirklich so. Nehmt bitte mal alle einen Korken, weil ich möchte das gerne einmal spielen, aber mit veränderten Spielregeln. Das sage ich dir gleich. Kannst du dir aussuchen? Ja. So, bitte schön. Soll ich mal durchreichen? Reich mal am Bett, damit Sie alle einmal angefasst haben. Das wäre mir auch wichtig, danke. Das ist so. Ich habe nicht so schlecht von Natur aus. Gut. Normalerweise heißt es ja, Willi ist krank. Ja, was hat er denn? Und dann kommen Krankheiten. Wir haben gesagt, weil du Geburtstag hast. Hier noch einer. Achso, Entschuldigung. Ja. Gut. Wo sollen wir uns den hinstecken? Hab ich. Ja. Den Witz hat der Kollege schon gemacht. Aber ist egal, Karl, ist egal. Man kann so richtig gut auf zweimal. Wir schneiden meinen einfach raus. Du bist aber auch echt weit weg. Ich weiß. Wo sollen wir den denn hinstecken? Drin so. Wieder, ne? Immer besser. Aus dem Ohr nehmen. Ja. Okay. Wir stecken ihn uns hochkant gleich. Hochkant? Ja. Ja, dann Glück, dass ich den Kleinen genommen habe. Ich hab auch gemacht. Sag mal hier, du anfängst. Ich hab mir extra den Kleinen genommen. Sei bescheiden, hieß es immer. Was dachtest du denn, wo er hin muss? Also ist auch auf, jetzt sag dir mal, die Hühner picken, okay? Nein. Was? Nein. Okay. Du sagst zu Annette, Jürgen. Jürgen, ja, du sagst zu Annette, der, so streng, heute ist doch, Geburtstag. Der Jürgen, ich auch Jürgen. Der Jürgen ich hat Geburtstag. Geburtstag auch. Ich weiß. Was seid ihr aggressiv? Egal, über mich müssen wir jetzt nicht reden. So. Ja. Du sagst zu Annette, der Jürgen hat Geburtstag. Dann fragst du den Jürgen, ja, was schenkst du ihm denn? Und dann sagst du ein Geschenk, das du dir ausdenkst. Verstanden? Los geht's. Ich habe aber leider vorher einen Kieferbruch, weil ich den längsten Korken aller Zeiten hochkant in den Mund stecken soll. Du kannst das. Und wir sind dabei. Ja. So. Ja. Also. Möchtest du den austauschen vielleicht? Lieber eine Lesbe. Ja. Nun falsch. Ja. Das klingt ein bisschen so, als wäre ich besoffen. Aber ich bin nicht besoffen. Oh mein Gott. Annette, der Jugend hat heute Geburtstag. Was schenke ich Ihnen heute, dass die Hühner... Was? Die Hühner... Hühner. Die... Ich schenke dir Hühner, glaube ich. Ich schenke Ihnen die Hühner und die Hühner... Picken. Die Hühner... Picken. Die Hühner picken die Körner auf. Ja. Und die Hühner sind ganz... Toll. Es reicht ein Geschenk. Okay. Ja, Hühner. Also Hühner. Hühner. Was hängst du im Bett? Nein, ich auch nicht. Gar nicht so einfach. Pass auf. Ja. Der Jürgen hat heute Geburtstag. Ach nee. Ja. Aha. Was hängst du denn? Ach ja, was hängst du denn? Ich hänge im Hühner. Ich hänge im Hühner. Ich hänge im Hühner. Ja. Und einen guten Wisch. Ein was? Ein guter Wisch. Jetzt schränke ich mal ein bisschen. Ja, hör mal. Ja, hör mal. Der Jürgen hat heute Geburtstag. Ach nee. Ja. Was hilft mir denn? Ja, was auch. Was schenkt er? Dass auch alle so laut werden. Das macht sich besser. Lecker essen. Du! Ja. Oh. Der Jürgen hat Geburtstag. Ja. Oh, was schenkst du denn? Oh. Ich schenke Hühner. Hallo. Hühner. Ja. Hab ich gewusst. Hühner. Oh, um ein richtiges Häusel.
Guten Witz. Alles? Ja, und lecker Essen. Also, viertel Hühner, richtig gut ja. Witz, lecker Essen. Ja. Und Angora-Unterwäsche mit Eingriff. Oh! Angora-Unterwäsche mit Eingriff. Ja. Ich hab ja heute Geburtstag. Danke sehr. Dann habe ich fischende Hühner, einen guten Witz, lecker Essen, Angora-Wäsche mit Eingriff. Was denkst du dir denn? Ich hänge den Gutschein. Ja. Karl? Ja? Der Jürgen hat heute... Jürgen hat heute Geburtstag. So kann man sich optisch verbessern, ja? Ja? Ja. Wer? Der Jürgen. Wer? Der Jürgen, ich muss was für alle Geschenke haben. Ich hab im Februar Geburtstag. Oh Gott. Ja. Ich bin nicht Karel Gott. Okay. Was hast du denn Geburtstag? Einmal. Man muss auf solche Leute eingehen. Ja, ja. So. Ich denke, wir können das Spielgerät wieder aus dem Mund nehmen. Wer möchte es haben? Ihr wolltet doch was essen, oder? Gut. Könnte man doch versteigern. Schmeckt irgendwie auch. Das ist aber für jeden Hypochondriker ist das natürlich gut. Was ist der Unterschied eigentlich zwischen einem Hypochonder und einem... Einem Nosophobiker? Ja. Ein Hypochonder ist davon überzeugt, eine ganz bestimmte Krankheit zu haben, für die sich keine somatischen Befunde... Du merkst, wie ruhig es gleich wird, ne? Ja, und der Nosophobiker hat einfach Angst davor, krank zu werden. Es gibt ja einen anderen prominenten Kollegen, der dich auch beglücken will mit einem Geschenk. Ihr habt quasi eine Selbsthilfegruppe, Harald Schmidt. Mhm. Mit dem kann man sich immer zu jeder Tages- und Nachtzeit über jede Krankheit... Und er hat gesagt, pass mal auf, wenn mein Freund Jürgen Geburtstag hat, dann setze ich mich noch einmal an den Schreibtisch und hole eins meiner legendären Bilderrätsel raus, was ich extra für ihn kreieren werde. Und lieber Harald Schmidt, bitte dein Bilderrätsel für Jürgen. Lieber Jürgen, ich habe ein kleines Geschenk, eine kleine Überraschung für dich vorbereitet. Ein Bilderrätsel, und so viel darf ich verraten, zum Thema Krankheiten. Worum könnte es sich handeln? Wir haben hier Gemüse, das ist es nicht, sage ich schon mal, ja, also das ist spezieller. Dann haben wir ein Ass, Tee, ein Ring. Fetzen, im Sinne von Stoff. Ein Weg, aber doch mehr dialektisch geprägt in der Sprache. Ein Schiff, ein Segel, aber auch eine englische Fahne. Den Produzenten von Kaviar. Deine Generation weiß noch, wie dieser Fisch heißt. Und, ja, jetzt hätte ich fast gesagt, ein Haufen Scheiße, aber das ist natürlich kein Vokabular für eine Geburtstagsfeier. Was könnte es sein? Im weitesten Sinne medizinischer Fachbegriff. Im weitesten Sinne ein medizinischer Fachbegriff. Einmal ganz kurz fürs Publikum, so sieht es aus. Und jetzt bin ich gespannt, ob die illustre Geburtstagsrunde das lösen kann. Wir lesen in Mitteleuropa gemeinhin von links nach rechts. Wir fangen also hier an. Ass gleich E. Ja, also Rosenkohl. A ist E. Also ah, Rosenkohl, sagt ja. Horst. Gut, Rosenkohl. S, Beutel. Also das erste Wort habe ich schon. Ja, was denn? Naja, also Cholesterin. Cool. Oh. 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 Wow. Oh. Wow. Kohl, Rosenkohl, Ester-Ring ohne G. Wow. Stoffwechsel. Stoffwechsel. Ja, klar. Störung. Hinten ist Störung. Dunkel. Ja, aber das Boot und der Weg.
Passt mal auf, so. Lasst es euch erklären von dem Meister himself. Ihr seid schon ganz gut unterwegs. Harald klärt uns auf. Es geht mir viel zu schnell. Das hätte jetzt eigentlich 20 Minuten gedauert, Kristall. Aber das Korkenspiel war zu lang. Also, Harald, klär uns auf. Korken lösen können. Wusste ich, dass du das mit Hilfe deiner Gäste schnell rauskriegst. Die richtige Lösung heißt cool. Cholesterin. Cholesterin. Stoffwechselstörung. Richtig. Cholesterin. Stoffwechselstörung. Ich hoffe, dass du davon verschont bleibst. Ich wünsche dir noch viele wunderbare Jahre und freue mich immer, wenn wir uns mal wiedersehen. In diesem Sinne, alles Gute. Harald Schmidt, vielen Dank. Du hast immer noch mit deinem Seel, ne? Ja, das ist gemein, aber sehr schön. Ich wollte dir noch was erzählen, habe ich letztens vergessen, als wir telefoniert haben, weil ich habe aus zwei verschiedenen Quellen, nachdem die Sendung ausgestrahlt wurde, wo ich dich gefeiert habe im WDR, da kam von zwei verschiedenen Quellen, guten Morgen, liebe Sorgen, ist auf Bali anscheinend ein Riesenhit. Und immer, wenn irgendjemand sagt, hier, ich komme aus Deutschland, fangen alle Einheimischen an, wie wild, dieses Lied zu singen. Und dann habe ich nach der Ausstrahlung der Sendung einen Brief bekommen von einer Dame, die vor 20 Jahren mal auf Bali war und tatsächlich eine CD oder Kassette oder sowas dabei hatte und das da irgendeinem Taxifahrer überlassen hatte. Also eine Kassette mit dem, und dass sie vermutet, dass sie das schuld ist, dass jetzt das Lied dort überall gesungen wird. Ist das nicht schön? Ich möchte hier nicht von Schuld sprechen. Das ist ein großes Geschenk für Bali. Das, wusstest du das? Na, ist das auf Deutsch dort ein Hit? Ja, oder nun, die haben ja nur die deutsche Kassette. Ja. Nein, ich meine, ist es auf Balinesisch dann übertragen worden? Kann jemand Balinesisch? Ja, klar, aber ich will nicht. Und dann Nein. Aber dieses Lied hat bei euch ja zu Hause auch eine recht große Bei mir hat es eine ganz heftige Bedeutung, ja, und immer wieder, das ist das Schlimme dabei. Ich habe mir tatsächlich mal, irgendwann ist schon lange her, 4 Tage freigenommen, ohne meiner Frau zu sagen, warum. Es war am Nürburgring Formel 1. Was macht meine Frau? Die sieht 4 Tage frei bei Onkel Horst, bucht einen wunderbaren Wellnessurlaub in Paderborn. Für mich, um mir was Gutes zu tun. Da schließen sich zwei Dinge schon aus. Ja, es war wunderschön. Vor allen Dingen, ich war noch relativ frisch verliebt in sie. Und dann kannst du ja nicht sagen, da fahre ich nicht hin. Ja, und heute das, ist das könnte schön. Heute könntest du halt anders sagen. Ja. Ja. Nee, aber es gibt dann eine wunderbare Sache. Irgendwann entdecken wir, dass es da auch einen Masseur gibt. Und mein Hase kommt auf den sensationellen Gedanken, sich massieren zu lassen. Und meint, das würde mir auch gut tun. Und jetzt kommt der Masseur an, der war, ich würde mal sagen, maximal 2 Jahre jünger wie Karl. Das heißt, er hatte schon relativ lange keine frische Wurst mehr gesehen. Und deswegen, auf jeden Fall, pass auf, ich gehe als Erster rein zum Massieren. Frag den Kerl, ich sage, und was soll ich alles ausziehen? Er sagt, der Hemd reicht. Vollmassage. Keine 10 Minuten war ich parat, einmal vorne, einmal hinten weg und gut. Mein Hase geht rein und ich höre nur noch beim Türe zumachen einmal alles, bis auf Hose. Also Stringtanga. So. Und dann habe ich vor Uhr geguckt. Kennst du das, wenn du so Zeitungen liest und du denkst so ganz langsam? Und ich hatte dann urplötzlich dieses Lied in den Ohren. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Und nach knapp einer Stunde habe ich geklopft. Und da sahst du, wie dieser Masseur sagte, wir sind noch nicht so weit, ich hätte ihn töten können. Du sagst das. Oh. Ich sehe nur Masseur. Das ist jetzt Klingel. Eine das ist unangenehme Erinnerung. Ja. Nein, ich wollte gerade sagen, Bali war schöner. Von der aber was war jetzt mit dem Masseur? Lass uns mal ganz kurz, das ist dein Telefon. Komm mal mit, Jürgen. Das ist dein Telefon. Ja. Das ist Robert De Niro an der anderen Leitung. Es war einmal in Amerika. Ja. De Niro. Von der Lippe Pilawa, guten Tag. Nee, ein bisschen musst du noch. Es ist der Promi im Sack. Promi im Sack? Ja. Muss noch. Also halt noch ein bisschen durch, mach dich warm, strampel, wir holen dich rechtzeitig. Information gebe ich nachher noch weiter. Okay, alles klar. Danke. Durchhalten. Setz dich bitte. Denn das ist hier ja ein Salon, den wir für dich hergerichtet haben. Das erinnert mich, weil wir ja nun gerade Harald Schmidt virtuell zu Gast hatten, an diesen Sessel, wo dieser klassische Schauspieler immer dreckige Witze erzählt hat. Weißt du noch? Das passt doch. Oh, ist das Ding durchgesessen. Darf ich hier so ein bisschen
Weil wir haben eine Kleinigkeit vorbereitet. Wenn du mal dieses Fotoalbum, so nennt sich das. Ich fürchte schon. Für die jüngeren Zuschauer, früher gab es das noch. Da wurden Fotos ausgedruckt und aufgeklebt. Und wir haben ein wenig geblättert. Eingeklebt, Jörg. Die wurden eingeklebt. Richtig. So, guck mal, haben so ein bisschen in deinem alten Foto. Schon klar. So. War er nicht süß, sagen die dann immer alle. 8. Juni 1948. Er ist da. Wie warst du als Baby? Schön. Wie, siehst du doch. Du bist trocken, durchschlafend auf die Welt gekommen? Ja. Ja? Na, du, weiß ich nicht. Also, ich weiß nur, guck mal hier, wie ich lache. Da erinnere ich mich offensichtlich daran, das hat meine Mutter immer erzählt, dass ich mal nackt auf dem Tisch lag und eine Tante, eine von den vielen Tanten, hat sich über mich gebeugt und gesagt, ja, wo ist er denn? Und dann habe ich ihr in den offenen Mund gepinkelt. Und daran erinnere ich mich in diesem Moment offensichtlich. Es ging dann, als du so 2 Jahre alt warst, zogen deine Eltern aus Bad Salzuflen weg. Lipperland, da kommt Jürgen von der Lippe her? Ja, das ist also Bad Salzuflen, Lipperland. Und dann hast du gesagt, es ging nach Aachen. Ist das jetzt schon Aachen? Das ist Aachen, ja. Ist das dein Vater? Nein, das ist mein Opa. Das ist mein Opa, ich habe ein Rädchen, ja, wie man sieht, mit Klingel. Und da klingel ich und wenn man hier mal drauf, da guckt sich schon ein Mädchen nach mir um. Ich sag meinen Kindern auch mal Selbstvertrauen, das ist so wichtig im Leben. Wir haben aber mal investigativ recherchiert, die Kollegen von WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung haben rausgefunden, deine erste Freundin hattest du vor 58 Jahren. Ach, ob das die erste war. So mit 12? Nee. Wie hieß sie? Die. Ja. Das ist Marlene Schwamberger. Also hieß damals Schwamberger, weil die Eltern Schwamberger hießen. Gut. Ja. Einschulung. Das ist eine Hose, wa? Boah, die könnte man heute wieder. Also ist nicht so. Ja. Also, ja. So. Wie warst du als Schüler? Gut. Ich mochte das. Du hast ja auch, es war ja so durchaus monetär auch für dich lohnenswert, gut in der Schule zu sein. Du bist entlohnt worden für gute Noten. Es gab, mein Gott, wenn ich eine 1, aber doch nicht zu der Zeit. Nein, nein, wenn ich eine 1 hatte, dann gab es irgendwie 50 Pfennig oder sowas. Das ist so viel drin. Doch. Ja. Da ungefähr? 15, 14, 15. Ist es richtig, dass dein Vater, als du 16 warst, mit dir in seine Bar, wo er gearbeitet hat, gegangen ist, ein Striplokal? Da habe ich Geburtstag gefeiert, nicht eins. Das war Aachens bestes Striplokal. Bestes Striplokal. Ja. War es das erste Mal, dass du das dann, worum es sich das Leben lang drehen sollte, so gesehen hast, wie Gott sie geschaffen hat? Naja, da war schon also noch, fremde Frau. Da gab es schon noch, also die waren ja nicht ganz nackt, die Damen. Also das Höschen war noch an, aber was ich gesehen habe, reichte mir, um zu sagen, das ist der Weg. Hier, der Musiker, durch und durch, das erste selbstgebastelte Schlagzeug. Oder? Mhm. Da hatte ich nicht deswegen, weil ich zwei... Alle sagen, Omo, dann sagen Sie auch bitte Dash, sonst haben wir Probleme, ja? Weil ich 2 fette Werbeverträge an Land gezogen habe. Damals schon geschäftstüchtig. Jetzt gucken Sie sich bitte mal den nahtlos geschweißten Olympiakörper an. Da ist ja nicht ein Gramm Fett. Du hast viel Sport damals auch gemacht. Das hat der Herrgott so eingerichtet. Ich habe damals eigentlich, ja doch, ich habe geboxt, ich habe Handball gespielt und solche Sachen. Aber ich habe vor allen Dingen nicht so viel gefressen, glaube ich. Und wie bist du eigentlich ins Fernsehen gekommen? Das war ein Casting in Köln im Senftöpfchen, ja, weil das Westdeutsche Werbefernsehen eine wöchentliche Nachmittagssendung, also 18 Uhr, plante. Da hatten sie noch keine so genauen Vorstellungen. Es waren 17 Leute, 2 Frauen, 15 Männer, die sich da bewarben. Und Mareike war dann gesetzt und irgendwie bin ich mit Frank Laufenberg in so eine Kabbelei gekommen. Wir kannten uns ja schon. Und dann haben die gesagt, komm, dann machen wir mit den dreien.
Und diese Anfänge schauen wir uns jetzt noch mal an. Jürgen, der Junge aus Bad Salzuflen, findet schon früh sein fröhliches Ich. Seit dem allerersten Auftritt in der Schulaula 1966 ist er süchtig nach Applaus. Er will mehr und wagt sich raus ins Rampenlicht. Guten Tag, ich heiße Jürgen von der Lippe, aber das wird Ihnen noch nicht so sehr viel sagen. Deswegen erkläre ich Ihnen das ja auch. Los! Nach dieser TV-Premiere werden die Zuschauer Jürgen nicht mehr los. Bonbons! Aber was machst du denn da? Bonbons, ich versuche den Leuten was zu geben. Ach so. Mit Romantik, Erotik und purer Kraft bricht Jürgen von der Lippe alle Tabus. Seine Fans lieben ihn dafür. Der kleine Dicke, ne? Ja, der mit den guten Sprüchen. Der macht Leute froh. Und das gefällt mir. Stehen Sie mit den Hühnern auf und gehen Sie mit den Schweinen schlafen. Können wir das nicht mal alles abnehmen? Weil ich möchte doch mal sehen, was sich unter dieser entsetzlichen Maske verbirgt. Oh, eine entsetzliche Frisur. Mit seinen frechen Sprüchen spielt er bald in der Liga der Großen seiner Branche. Ich meine, irgendwo ist Fernsehen ja auch für dich nicht das ideale Medium. Warum? Man kann dich sehen. Jürgens Mundwerk kommt an und die TV-Macher erkennen, der Mann muss einfach regelmäßig ins Fernsehen. Als frecher Hausmeister wird er die Kultfigur im WWF-Club. Als erstes freuen wir uns gemeinsam auf eine ganz reizende Kollegin. Es ist aus den Niederlanden, Mareike Amado. Und hier ist sie. Guten Abend, Herr Wunderlippe. 4 Jahre und über 150 Folgen bilden die beiden ein unschlagbares Team. Ich hätte so gerne gezeigt, zu was ein junger, schwerer Körper willens und imstande ist. Ich bin doch noch gar nicht dran. Rüber, andere Kamera. In Klamotten, die sich nicht mal Gottschalk getraut hätte, blödelt er sich zu seiner ersten eigenen Fernsehshow. Sollten Sie der Meinung sein, dass zum Beispiel Unterhaltung für Hunde für Sie kein Thema ist, dann lassen Sie sich überraschen. Heute also zum ersten Mal So ist es, Leben live mit Jürgen von der Lippe. So ist es, der Spielplatz, auf dem sich Jürgen mit all seinen Talenten austoben kann. Sie sind es, Sir Dudley! Er zeigt Körpereinsatz und steht zu seinen erotischen Obsessionen. Eine Schutzbrille für den Mofa-Fahrer, damit er keinen Staub in die Augen bekommt. Ja? Noch Einwände? Nein! Ja, okay. Jürgen Show ist bunt und schräg wie die 80er Jahre. Ganz Deutschland zaubert. Die Unterhaltungselektronik wird revolutioniert. Mann trägt Fukuhila und Frau mehr Farbe. Was haben Sie sich alle schick gemacht? Schön! Und alle folgen Jane Fonda. Aerobic war Trendsport Nummer 1. Natürlich auch für Jürgen. Okay, die letzten 4, 3, 2, 1, Füße zusammen und jetzt mal ganz ehrlich. Hätten Sie mich aus der Tanztruppe herausgekannt? Nee. Jürgen auf dem Olymp der Fernsehunterhaltung. Beliebt, bewundert, gefeiert. Weltberühmt. Wie wird man mit dieser Popularität fertig? Gar nicht. Also gar nicht. Aber wenn man mich fragt, ob mich dieser viele Erfolg verdorben hat, dann kann ich mit Recht sagen, nein, ich war es schon vorher. Jürgen! Es war ein Vergnügen, dich eben dabei beobachten zu dürfen, wie du das von früher dir noch mal angeschaut hast. Das habe ich wirklich nie mehr gesehen. Also es gab ja so ein paar Zusammenschnitte bis jetzt, aber das war jetzt neues Material. Was ich als Beobachter spannend finde, du warst schon von Anfang an sehr fertig als Jürgen von der Lippe. Also es gibt ja Moderatoren, die werden immer mehr sie selbst. Wie meinst du das? Du warst schon so wie heute. Ah. Oder siehst du so heute, das siehst du, das habe ich damals gemacht, das hätte ich doch ganz anders machen oder viel besser machen können. Na, ich habe schon im Laufe der Zeit zugelegt. Das Timing wurde besser. Nein, das Gewicht wurde. Aber heller war ein Schuss, ne? Wahnsinn. Ja, also, fein, bei ihr merkt man ja, wie aufgeregt sie ist, dich zu interviewen. Das ist, würde ja heute ihr gar nicht mehr zutrauen. Ja, natürlich war die ganz aufgeregt. Ich weiß nicht, wie es den beiden ging, die jetzt zu dir kommen, um dir zu gratulieren, weil sie auch von Anfang an dich erlebt haben. Und ich freue mich sehr, dass sie kommen. Wir werden viel erfahren aus deinen Anfängen beim Fernsehen. Hier sind Mareike Amado und Michael Schanze. Ja.
Nichts abgenommen. Ah, meine Liebe. Nichts abgenommen? Nee, ich meine, richtig. Richtig. Mein Lieber. Mein Lieber. Auch 70er. Du auch? Ja, ja, klar. Michael, schön, dass du da bist. Vielen Dank. Nehmt das gerne ist Platz. Dein Stuhl. Ja, natürlich. Das darf ich euch irgendwas reichen? Möchtet ihr was trinken? Möchtet ihr. Setzt euch hin zur Party. Nein, wir würden uns um alles kümmern. Wasser vielleicht? Ja. Wasser? Gut. Der einem beim Aufstehen hilft. Weißt du, es ist ein richtiger geriatrischer Stuhl. Für Männer ab 70. Mareike, wie war denn die Zusammenarbeit mit Jürgen? Ich meine, WWF, das war damals für die, die nicht aus dem Westen, aus dem Sendebiet kommen, die Sendung der Dritten schlechthin. Einschaltquoten, ach, die ging durch die Decke. Wie war es mit ihm? Also stell mal vor, 5. September 1980, und da rechnen wir mal zurück, dann hält eigentlich holländische Gouda besser, ne? Ja. Aber okay, aber wir sind... WWF Club haben wir angefangen und beim ersten Sendung haben wir eine Wette abgeschlossen. Und dann haben wir gesagt, wir gehen jetzt noch mal durch die Altstadt. Und diejenige, die wen dann auch von uns zwei als Erste erkennt, geben wir 50 D-Mark. Nein! Wie, bevor wir die Sendung überhaupt hatten? Nee! Es war abends nach der Sendung, Jürgen. Kannst du dich noch daran erinnern? Nein. Es war aber so. Wer hat denn gewonnen? Ich! Weil ich habe mit meinem holländischen Akzent so laut geschrien in der Altstadt, dass jeder dachte, okay, das ist sie. Nein, ich weiß nur noch, dass du hast ja immer die Geschichte erzählt, wo ich die ganze Nacht an deiner Hotelzimmertür geklopft habe und du hast mich nicht rausgelassen. Hast du immer erzählt. Ne? Was ja auch für dich spricht. Und darum habe ich auch zu dieser Gelegenheit auch noch ein bisschen so ein Hochzeitskleid angezogen. Jürgen. Zu welcher? Zu dieser Gelegenheit heute. Ach, heute? Ja, wir sind ja nicht mehr, sollen wir nicht mal prosten? Wir haben bisher nur Wasser. Ihr möchtet ihr was anderes? Ich habe da drüben auch noch Sekt, einen Sekt. Ja, natürlich, ne? Michael? Ja, vielleicht kein Sekt. Was ist das andere? Das ist ein anderer Sekt und noch ein Sekt. Möchtest du, oder ein Wein. Rotwein habe ich da drüben. Ich nehme gerne ein Schlückchen Wein. Okay, Moment. Da bin ich erst die Dame, komm her. Ah, nee, dann wir machen das alles hier parallel. Wein. Willst du auch ein Schlückchen Wein? Na, ungern. Ich muss ja noch fahren. Aber früher hast du ja noch getrunken. Da war ich auch noch. Gab es zwischen euch auch so Schwierigkeiten, oder war das immer reibungslos? Doch, beinahe haben wir einen Krieg ausgelöst zwischen Holland und Deutschland. Weißt du das noch? Nein. Erzähl. Aber also, das Gehirn ist nicht mehr so gut, ne? Also sagen wir mal so, das Gehirn ist ein Apparat, der selektiert. Okay. Und da ist bei den 5 Sachen, an die ich mich erinnern kann, muss das rausgefallen sein. Anders kann ich mir das liegt nicht an mir persönlich. Überhaupt nicht. Aber was wir auch mal hatten, ich wollte auch mal ganz einen großen Durchbruch im WWF-Club. Also ich hatte einen Gedanke, um eine 5-minütige Klatschecke zu machen. Kannst du dich da noch dran erinnern, Jürgen? Ja. Oh, daran kann ich mich erinnern. Die Geschichte. Daran kann ich auch erinnern. Und er sagte, Jürgen, geh mal in die Ecke und klatsche. Das ist jetzt deine Klatschecke, sagte er. Und da war es wieder zu Ende. Ich dürfte es nicht mehr weitermachen. Kannst du dich das noch erinnern? Nein, daran, nein, das ist... daran kann ich mich nicht erinnern. Michael! Ihr habt lange und intensiv auf der IFA zusammengearbeitet, Goldene Eins, täglich mehrere Stunden live. Ja. Welche Erinnerung hast du, die Jürgen nicht mehr hat? Ich erinnere mich an etwas wunderschön. Michael war immer sehr sportlich und machte zum Beispiel Liegestütz. Ja. Und dann kommt irgendeine Mitarbeiterin, um ihm etwas zu sagen. Und er pumpt da und sagt, Sie kommen zu spät. War eine andere Zeit. Da kann ich mich nicht erinnern. Also ich habe... Ich habe sehr lange darüber gelacht und habe es auch nie vergessen. Ich bin auch sicher, dass viele heute Nacht lachen, wenn sie es verstanden haben. Dann ja.
Sehr gut ist der, der ist gut. Also ich kann mich vor allen Dingen erinnern, unsere erste Goldene Eins, so hieß es ja damals, ja. Da war deine Karriere noch nicht explodiert. Zwischen dem ersten und zweiten Mal, da geschah dieses, dass plötzlich Jürgen in aller Munde war. Beim ersten Mal kann ich mich auch noch erinnern, da war die Kleidung auch eher noch so ein bisschen gedeckter. Guck mal da, was du da anhast, sehen wir dich beim Auftritt, das sieht doch auch schon ganz schnieke aus, so schwarz. Also wer hat das Hawaii-Hemd an, bitte? Ja, allerdings, du hast das Hawaii-Hemd ins Fernsehen gebracht, nicht Jürgen. Du bist der Links. Ich bin der Links. Du bist der auf der Seite, auf der drüberen, ja. Kannst du dir das erinnern? Ich kann mich sehr gut daran erinnern. Warum kannst du bei ihm alles erinnern und bei mir nicht? Woran liegt das, Schätzchen? Darüber kann jetzt Mareike einen Moment nachdenken, weil wir schauen uns in der Zwischenzeit nämlich die Momente an, als Jürgen in der ersten Reihe des Fernsehens angekommen ist. Bitte schön. Okay. Für mich ist er die Mischung aus Arnold Schwarzenegger und Joe Cocker. Der mit Witz, mit Charme und mit sehr viel Schlitzohrigkeit, teilweise auch hinterfotzigem Humor, ein Millionenpublikum zu Süchtigen nach seiner Person gemacht hat. Und es kann kein anderer sein als Jürgen von der Lippe. Vielen Dank für diesen überwältigenden Applaus. Kam mir sehr gelegen, ich hatte unheimlich Blähungen. Das ist seinen Fans pups egal. Sie tragen ihren Jürgen auf Händen, von einem TV-Erfolg zum nächsten. Jürgen auf allen Kanälen. Hallöchen, meine Vögelchen. Und herzlich willkommen im Reich der Sinne. Kennen Sie den Liebesruf der Riesenmuschel? Na? Willst du ficken, ey? Dann lassen Sie das zu! Er ist der unangefochtene Zoten- und Quotenkönig. Du weißt doch noch die Farbe der Farbe. Gelb. Das Publikum frisst ihm aus der Hand. Und auch die Promis geben bei ihm alles. Es ist kochend heiß. Seinen geschätzten Kollegen verhilft Jürgen von der Lippe zu Traumrollen. Wer möchte ein Klodeckel sein? Ach, da frage ich doch gar nicht lang. Das passt für Karl. Dich also so hin, ne? Ja. Und wenn es dann so weh tut, dass es nicht mehr geht, dann hörst du auf. Jürgen hört zum Glück nicht auf, sondern legt erst richtig los. Schon bald sind Jürgens Shows absoluter Kult. Ist das nicht herrlich? Hallo Jürgen, deine Hemden bewundere ich ja immer wieder, aber warum tragen Sie nur diesen martialischen Bart? Der Oberlippenbart steht Ihnen gut, aber das Kinn sollten Sie sich rasieren. Hat er versucht. Sah aber blöd aus. Weil Sie da gerade so herzlich gelacht haben. Jürgens Showreihe Donnerlippchen sprengt mit Anarchie und abgefahrenen Aktionen alle Quotenrekorde. Lasst Bäuche sprechen! Papa! Die Fans kommen voll auf ihre Kosten. Und auch die Kandidaten werden reich beschenkt. Wunderbar! Sie kriegen das Neueste vom Sonnenbanksektor. Auch vor modernster Technik schreckt Jürgen nicht zurück. Herzlichen Dank an Sie. Eine zusammenrollbare Sauna. Hätten Sie gerne einen Pelzmantel? Oh ja. Ja, das ist Ihrer. Was ist mit einem Küsschen für den Moderator? Ich heiße Fliesbach und ich bin Chorleiterin. Als Jürgens Lockvogel setzt Ingrid Fliesbach ihren Chor bei einem Dreh mit versteckter Kamera komplett unter Wasser. Jürgen von der Lippe, unser Entertainer mit Suchtfaktor. Einfach großartig! Sehr schön. Wieso? Die Nummer? Also wer bei Donner Lippchen in der ersten Reihe saß, musste schon Angst haben, auch durchaus dran zu kommen. Nein, eigentlich nicht. Aber was bei Donnerlippchen toll war, dass das Publikum war ja zusammengesetzt aus den Fans der Kandidaten. Das heißt, jeder hatte so seine Lobby da zu sitzen. Und, komm mal mit, während du redest. Wir gehen mal in die erste Reihe. Die Menschen haben panische Angst. Diese Blicke kenne ich. Einige sagen, wenn der Pilawa mich anspricht, dem knall ich eine. Ahne andere. Nichts Gutes. Aber kennst du? Nein.
Ich freue mich sehr. Die Dame, die wir eben nämlich gesehen haben von Donnerlippchen, Ingrid Goethe-Fliersbach ist da. Hallo. Die Chorleiterin. Ja. Auch nochmal. Und der dazugehörige Mann. Dankeschön. Ist ja noch. Ja. Ist ja noch. Vor 30 Jahren. Sie habe ich nass gemacht. 30 Jahre ist das her. Ja, also wir müssen die Geschichte noch mal ganz kurz erzählen, weil es ging eben so ein bisschen unter. Sie als Chorleiterin, was haben Sie gemacht? Also es fing so an, dass mein Mann an für sich angerufen wurde. Er sollte, ist auch Chorleiter, und er sollte mit einem Männerchor auftreten. Da hat er gesagt, nee, das mache ich nicht. Aber ich gebe ihm mal meine Frau. Und daraufhin, die Frauen, wie das so ist, ne? Ich hatte einen Frauenchor und ich habe die Damen gefragt, hätten sie Lust, bei einer Fernsehsendung mitzuwirken? Ja, Fernsehen. Um Gottes Willen, natürlich, wir. Ja, und dann war die Vorbereitung wahnsinnig. Ne? Die, wie sie sich schön gemacht haben. Und ja, stellen Sie sich vor 30 Jahren, da war ja das ein Highlight, einmal im Fernsehen auftreten zu dürfen. Ja. Also, wie war es denn hinterher für Sie? Wie war es denn? Ich bin dann in den Umkleideraum gegangen und also es war schon so eine bisschen merkwürdige Stimmung. Aber das sind ja rheinische Frohnaturen. Ja, also, hatten Sie denn Wechselblusen bei? Ich denke schon, ja. Wissen Sie noch, was Sie da gesungen haben? Ich weiß es ja, nicht mehr. Ja, wenn alle Brünnlein fließen. Ach so, wenn alle. Wer ist auf die Idee gekommen? Das passt, oder? Das ist nur, sehr das gut. War aber Ihr Vorschlag. Ja, muss wohl. Darf ich einfach, man soll ja über Namen, aber das ist wirklich Ihr richtiger Name. Ingrid Goethe-Fliersbach. Das genau. Hätte sich Loriot nicht besser ausdenken. Das ist ja schon, schon toll. Sind Sie Goethe oder Sie? Oder? Nein, wir heißen beide Fliersbach und Goethe ist mein Künstlername, den wir dazu genommen sehr haben. Das ist gut. Ja. Den habe ich auch noch nie gehört. Nein, ich. Sehen Sie, jetzt haben was Sie noch liest was, du? Ja. Jetzt haben Sie noch was dazugelernt. Vielen Dank. Ich hoffe, Sie haben ein bisschen Spaß. Trinken Sie, genießen Sie den Abend schönen noch. Abend. Vielen Dank. Dankeschön. Dankeschön. Ich denke, ja. Bei Doppelnamen denke ich immer an Odda Gibine Hölze Stäblein, die das Wort zum Sonntag oft gemacht hat. Ach, dass du den noch kannst. Ja, weil der Name so schön ist. Dass du dich das noch erinnerst. Ja, ja, jetzt, wo du es sagst, wundere ich mich auch. Ja. Apropos, dass du dich daran erinnerst. Wir wollen jetzt mal gucken, ihr habt lange zusammengearbeitet, wie gut du dich an Jürgen erinnerst. Also wir haben schon ein Jahr lang, denke ich, nicht nur Sendungen gemacht, aber auch zusammen gefrühstückt, Jürgen. Erinnerst du dich? Ja, ja, natürlich. Ja. Mit Jürgen zu arbeiten war für mich, wenn ich zurückblicke, in meinem Leben eine der schönsten Jahre meines Lebens. Und das möchte ich gerne noch mal sagen. Ich erinnere mich. Und dann haben wir immer so gemacht. Ja. Ich muss da noch mal, da kommt irgendwo Koppen. Das war doch gerade weg. Hast du das reingetan? Ich kann mich nicht erinnern. Ja. Wir wollen jetzt mal gucken, wie gut du ihn wirklich kennst. Ja. Und zwar nicht nur, nicht nur über die Geschichten, an die er sich nicht mehr erinnern kann, sondern wir gucken jetzt mal, wenn wir bei dem Spruch, unter der Gürtellinie, wie gut du ihn kennst. Wie denn bitte? Du wirst ihn gleich ertasten. Ertasten an der Wade. An was? An der Wade. Also, wir werden dir eine Brille aufsetzen, doppelt, damit du dann also auch nichts siehst. Die liegt da hinten. Ist auch gut fürs Make-up schon. Ja, ach, das ist wie doch, und ich. Du siehst blend. Was denn? Ich werde dann ihr Körperteile hinhalten. Ja. Ist das so gedacht? Ja. Ja, aber du bist nicht alleine. Ah, du bist nicht alleine. Setz sie dir mal auf. Und du behauptest, es sei die Wade. So, ich zeig jetzt mal was. Wohin zeige ich? Das siehst du nicht, kann ich mir vorstellen. Das war Richtung Russland, da, wo bald die Fußball-Weltmeisterschaft ohne Holland stattfindet. Sehr nett. So, du wirst gleich anhand der Wunderwaden der Männer, die auftreten, versuchen zu ertasten, welche Waden Jürgen von der Lippe gehören. Und das ist jetzt, du hörst es ja nur, lass es dir vom geistigen Auge einfach mal
dahinschmelzen, wer alles kommt. Hier ist der Kunstturner und zweifache Silbermedaillengewinner bei den Olympischen Spielen in London, Marcel Nguyen. Außerdem Horst Lichter, Jürgen Vogel und Andreas Gabalier. Hallo. Kristall ist dabei. Wo sind Sie? Ich bleibe noch einen Moment sitzen. Ja. Michael führt dich gleich zusammen. Ja. Über, wir machen kurz. Wisch dich da einfach mal darunter, nichts sagen. Kommst du zu uns? Was sehr schön wäre, ist... Was wir auch gemacht haben. Aber ich sage ja nicht drüber. Cowboy-Stiefelette. Ja, der hat schöne Cowboy-Stiefelette. Chelsea Boots. Andreas Gabalier, begrüßen wir erstmal recht herzlich. Ja. Schön, dass Halli, du hallo. Bist. Gut. Marcel Nguyen. So sehen Waden von Olympia-Teilnehmern aus. Was? Waden werden überbewertet. Ja. Ich muss sagen, oben so und unten, naja. Gut, dann dreht euch mal jetzt bitte um. So, und wir holen jetzt mal Michael, wir zusammen und jetzt? Leiten jetzt mal Mareike rüber zum Spiel. Nee. Hör mal. Ja, was ist denn? Alles jetzt bin gut. Ich endlich mal in die ARD und jetzt sieht mich keiner. Das, doch, wir sehen dich ja. Pass auf, gleich kommt eine Stufe, jetzt kommt die erste Stufe. Super, sehr gut. Ja. Und jetzt kommt die zweite Stufe. Super, jetzt geht es nur noch geradeaus. Ja? Ich bringe dich an das erste Objekt der Begierde. So, jetzt hast du es geschafft. Ihr wollt natürlich eine Schweinerei, aber das machen wir nicht. Nein, nur hier unten. Alles, was hier. Du sollst bitte nur mit deinen Fingerchen an den Waden spüren, welche Waden. Ja, welche Waden. Hier. Geh schon mal ran ans Spielgerät. Ja, so ist gut. Das sind die Waden Nummer 1, die du jetzt ertastest. Wem gehören die? Ich sag noch mal ist ganz noch kurz. Ein Bein oder? Was denn? Ja, er hat zwei Beine. Ich kann dir nur sagen, mit dabei sind Kristall ist mit dabei, der Jürgen Vogel ist mit dabei, Andreas Gabalier, der Horst Lichter. Also das ist, diese Beine kennen wir in Holland nicht. Nein. Weil das sind Beine, die wahrscheinlich irgendwie bergauf, bergrunter. Also das sind Muskelbeine. Aber ein normaler Kassenpatient wird von seinem Arzt nicht so viel angefasst, wie du den anfasst. Ja, komm. Dann mach mal nächsten. Das kriege ich auch nicht jeden Tag, Sophia. So, jetzt. Ich bin gespannt, was du zu diesen, wie soll ich sie bezeichnen? Ach, fass einfach an. Was sind das für Beine? Es könnte ein Olympiateilnehmer sein oder ein Schauspieler oder ein Sänger. Oder so ein durchgeknallter Typ, verstehst du? So unter viel Energie. Also das sind so ganz dürre Beinchen. Stehst du mehr so auf die dürren oder mehr die, wo was zu packen ist? Also ich fand die erste leckerer, du. Ja, gut. Lecker. Und wir kommen zu den dritten. Ja, hier, genau. Oh, der ist aber groß. Ja, du weißt gar nicht, wie gut ihm das tut. Das hört er zum ersten Mal. So, pass auf. Also das fühlt sich so an wie Hans im Glück. Weil wieso Hans im Glück? Ja, das sind so Beine. Also, die könnte man auch wieder verkaufen. Aber du drückst das, wenn du melken willst, so ein bisschen. Ja, was meinst du? Ich komme aus dem Käseland. Ja, sehr gut. Komm. Pass auf. Und jetzt, oh, sag mal. Oh, guck mal hier ran da. Boah. Oh. Mann, ja. Das sind Sportbeine. Ja. Das ist jemand, der den ganzen Tag auf so einem Gerät liegt und sagt, also der isst auch nichts. Also. Also der hat noch nie was gegessen, weil ich meine, also das fühlt sich so an, auch ob er also 100 Kilometer Marathon pro Jahr, das ist auch ein eitler Mann, hat auch keine Haare. Merkt dir das gut, damit du dich gleich dran erinnerst, ja? Ja. So, weiter. Hat wahrscheinlich Haare im Gesicht, aber nicht auf den Beinen. Hat sich extra noch mal rasiert für den Auftritt, wer weiß. So, jetzt. Oh. Du kniest schon nieder?
Also ich finde nirgendwo Jürgen. Nee. Obwohl ihr auch Haare sind. Oh, das ist jetzt interessant. Das sieht aus. Ist das eine holländische Thai-Massage, was du da machst oder was? Nein, ich spüre die Haare, dann haben die auch meistens Haare im Gesicht. Die waren, glaub, ach so. Und das sind so? Die Männer von der Generation über 60, die Haare. Hey, 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 hey. Ho, 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 ho. Aber Jürgen hat ein bisschen immer so, ich muss mal beide spielen, so O-Beinchen. Also, so, einen haben wir noch. Einen haben wir noch. Einen haben wir noch. So. Hast du dir schon eine Tendenz? Also. Wem fandst du bisher am leckersten? Naja, da kann man doch nicht mit Beine fühlen. Also, da muss ich, also der erste nehme ich mit nach Hause. Aber oh. Ja. Also nach meiner Meinung, also auch wieder Haare über 60. Das könnte Jürgen sein. Würdest du sagen? Gut, du willst sagen, das ist Jürgen? Das ist Jürgen? Das ist Jürgen. Ja. Komm mal, wir nehmen mal. Darf ich runternehmen? Darfst du runternehmen? Das ist Jürgen. Ja. Und hab ich da gesagt, du bist ein alter Mann? Ja. Bei ihm auch. Bei ihm auch. Andreas Gabalier, guck dir mal an. Ach, Andreas, ich bin ein Fan von dir. Du bist das. Ja. Und jetzt auch auf deine Beine. Ah. So, aber jetzt guck dir mal die. Hör mal, Jürgen, du hast fantastische Beine für dein Alter. Ja. Und warum habe ich das nicht gewusst? Habe ich das vergessen? Hast du vergessen? Ja. Hast du vergessen. Also, bis dahin. Ich möchte nur kurz sagen, das waren die Waden, die du mit nach Hause nehmen wolltest. Ja. Ach ja, Horst. Ja, dann habe ich endlich jemanden, der für mich kocht. Wird aber am gewissen Alter auch immer wichtiger. Vielen, vielen Dank fürs Mitspielen. Danke. Dankeschön. Und ihr könnt jetzt zusammen. Wir sehen uns ja wohl. Andreas, komm doch mal ganz kurz mit zu uns, genau. Weil wir müssen ja schön kurz aufklären. Die Verbindung zu unserem Jubilar, Jürgen von der Lippe. Naja, auch wir in Österreich haben Fernsehen und haben natürlich deine jahrzehntelange Karriere auch dementsprechend mitverfolgt. Ja. Ich noch nicht ganz so lang, aber ich bin auch ein Kind der 90er Jahre und da hat man schon das ein oder andere Mal natürlich auch ferngesehen. Wir haben auch Kabelfernsehen gehabt, nicht nur die österreichischen Programme und ja, was soll man sagen, eine TV-Ikone einfach. Herzlichen Glückwunsch auch einmal von meiner Seite zum Geburtstag. Dankeschön. Wenn du da bist, haben wir gesagt, wollen wir dich hören. Mhm. Du machst dich schon mal fertig und wir können uns mal hinsetzen. So, hast du den Schock verarbeiten können? Also, wenn mir in einer Show gesagt wird, dass ich du sein könnte, dann ist das für mich das größte Kompliment überhaupt. Ja, das... auch wenn es nur die Waden sind. Also bei deinen Waden war sie richtig begeistert, aber die sind richtig durch. Spielst du noch Tennis regelmäßig? Ich mache eigentlich jeden Tag Sport. Was denn alles? Ich habe einen Kraftraum. Und da? Da kann Ergo, ich Kraft. Mich, ich habe alles, einen Boxsack, Laufband, Kraftturm, Rudergerät, damit es da kein Drücken gibt. Weißt du, wenn du ein Monatsabo hast, ja, fürs Studio, dann sagst du, ah, heute passt es nicht und Zeit, ne? Termin, Interviews. Aber wenn der Raum gegenüber vom Schlafzimmer ist, gehst du hin? Gehe ich hin. Ich meine, ich übertreibe auch nicht. 30, 40 Minuten, aber eben fast täglich. Auf Tour spiele ich Tennis. Nicht schlecht, ne? Da hat man so eine Wade, ne? Ja. Aber dafür bin ich der Große. Das finde ich. Oh, der ist aber groß. Der ist groß, der hört gar nicht auf. Der da oben ist ja, also ja, alles offen. Ich bin klein gewachsen, aber ich habe unheimlich große Waden. Der Mann mit den langen Waden. Jürgen Krone. So. Andreas Gabalier ist da. Wir wollen ihn natürlich hören mit Verdammt lang her.
Oh, das ist schön. Summertime in die 90er Jahre. Warst du noch, wie schön das war? Wir waren unzertrennbar. Wir waren 16 Jahre. Wir waren jung, das war unsere Zeit. Sind Moped gefahren, waren fürs Leben bereit. Es war wunderbar. Wir waren 16 Jahre. Der Walkman hat uns das Hirn weggefüllt. Nach einer harten Nacht haben's uns wieder belebt. Es war ein Jahr. Wir waren 16 Jahre. Wahnsinn, wie sehr ich an die Zeiten häng. Wahnsinn, wie sehr ich für die Zeiten bring. Es ist verdammt lang her. Verdammt lang her. Und so wie's früher war, mit 16 Jahren, wird's nie mehr. Es ist verdammt lang her. Das erste Mal auf ein Matura-Ball gehen. Das erste Mal schmusen, dann allein gehen. War nicht wunderbar. Wir waren 16 Jahre. Wir waren phänomenal emotionally. Jeder von uns war verliebt irgendwie. Wunderbar. Wir waren 16 Jahre. Wahnsinn, wie sehr ich an die Zeiten häng. Wahnsinn, wie sehr ich Zeiten bring. Es ist verdammt lang her. Wow, verdammt lang her. Und so wie's früher war, mit 16 Jahren, wird's nie mehr. Unsere Zeiten, die ich so vermisst, prägende Zeiten, die ich nie vergiss. Es kommt nie mehr. Das ist verdammt. Alles anders worden. Irgendwie sind wir älter geworden. Das war nicht wunderbar. Jetzt waren wir 17 Jahre. Unsere Eltern haben gesagt, was hat's denn ihr für Sorgen? Seid ihr jetzt komplett deprimiert? Mit 17 fangt das Leben erst an. Es ist verdammt lang. Verdammt lang her. Du hattest ja immer ein unglaubliches Gespür für Musik und für Künstler. Wie bist du eigentlich musikalisch sozialisiert? Deine Jugend, Beatles, Rolling Stones oder wie bist du sozialisiert? Nee, Folky. Bob Dylan, Donovan, Cat Stevens. Den liebe ich auch. Cat Stevens, sensationell. Ja.
Heißt ja jetzt anders, aber egal. Ja, Yusuf sowieso. Genau. Aber der ist schon wieder zurück nach Cat Stevens. Ist er wieder, stimmt. Ja, aber der durfte ja nicht mehr nach Amerika. Richtig. Das ist ja, ein ist kein bisschen, Witz. Als wenn Papa vom Krieg erzählt, nicht? Oder wie ist das? Ja, aber ich höre gern zu. Das ist der Unterschied. Gut. So, wir möchten noch jemanden begrüßen. Das ist der einzige Gast, von dem du weißt, dass er heute hier ist, weil ihr nachher noch etwas Schönes vorhabt. Du hast im Laufe deiner Fernsehkarriere viele Höhepunkte erlebt. Einen der schönsten Höhepunkte mit ihr, ohne Frage. Das ist der schönste. Das ist der schönste. Das ist der schönste. Ich freue mich sehr, dass sie da ist, die norddeutsche Schnauze in der Sendung, Ina Müller. Ich wollte in die Klischee kommen. So. Hallo. Guten Tag. Hallo. Hallo. Ina, Däubchen. Na, Jürgen. Du hast aber wirklich große Waden. Das ist mein Plätzchen. Darf ich auch noch? Ach, entschuldige, natürlich. Kein Problem. Bitte schön. Dankeschön. So, sagt dir noch der Promi im Sack was? Ja, natürlich. Ganz toll, finde ich das. Gibt's das noch? Nein, gibt's nicht mehr. Nein, bei uns wieder. Wäre Ina so jemand, den du damals gesagt hättest, die muss in den Sack? Nein, damals. Das hätte ich mich, glaube ich, nicht getraut. Ja, wir hatten keine Frau. Das passt, die Frau im Sack ist, man steckt die Frau nicht in den man Sack. Man steckt sie nicht, nein. Das ist eine noch nicht mal damals. Das ist eine Männersache. Gut. Wir haben ja ein paar Hinweise schon gegeben, so viel waren es noch nicht. Deshalb habe ich jetzt gedacht, der Sack bekommt einen Auftritt. Der Einzige, der im Grunde... Der Sack bekommt einen Auftritt. Der Einzige, der den Treppenlifter von dir benutzen darf, der Sack. Während er jetzt zu uns herunterkommt, gibt es noch einige Hinweise. Ich bin gespannt, ob ihr drauf kommt. Okay, Sack ab. Ja? Da ist der Promi im Sack. Der wichtigste Hinweis, er war Krawattenmann des Jahres 2008. Du? Nein. Es ist ein Sportler, ein begnadeter Sportler im Osten der Republik. Wie im Westen der Republik. Ja, da weiß ich. Er war Weltmeister im Osten. Er war Weltmeister im Westen nach der Wiedervereinigung. Ja. Ja. Ja? Ja, ja, weiß ich, ob es ist. Ja. Weißt du es auch? So, da kommt der Sack. Du meinst es ja schon zu wissen. Und... Er ist da. Wir packen ihn mal gemeinschaftlich aus, denke ich. So, stell dich bitte einmal hin, du Sack. So, man muss aufpassen, was man sagt, es kann Konsequenzen haben. Er ist ja nicht klein, nicht? Nee, nee. Äußere deine Vermutung. Ich denke, es ist Sir Henry Maske. Oh. Ja, ja, ja. Oh. Wenn ich vorher gewusst habe, ja, was ich während der Fahrt hier alles hören muss, dann hättest du und dass die Ina zum Beispiel nicht in den Sack gegangen wäre, ja, dann aber mich mal in den Sack gesteckt hat, ausschließlich er mit der 70-Jährigen, hat es verdient, dass ich in den Sack hier. Super. Vielen Dank. Herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Ich habe überlegt, ja? Was kann es sein, warum hat man mich hier dazu eingeladen? Und? Er hat ja mal geboxt. Ja, als Schüler. Und beim Bund noch ein bisschen. Also nicht erwähnenswert. Nee. Okay. So wahnsinnig lustig war ich nicht, dass wir irgendwo da eine Ebene gefunden hätten. Großer Boxfan, immer gewesen. So. Aber, wisst ihr was? Ihr habt wahnsinnig viele Gäste hier schon gehabt und ihr werdet noch welche kriegen. Internationale und nationale. Aber kein Ossi war dabei. Und wir haben dich ja nicht erst nach der Wende, sondern schon vorher geliebt. Und ich darf das vertretend heute mal zum Besten geben. Ja, du warst auch in den 80ern. Paul Breitner weiß ich noch genau, wie der da rausgestiegen ist. Ja. Ja. Und da dachte ich mir, wenn der Paul Breitner da drin war, dann darf ich da auch reingehen. Ich kann, ja. Also dafür habe ich es dran sehr gerne gemacht. Ja, wunderbar. Komm mit rüber. Ja, Mann. So, aber du bist wirklich ein begnadeter, also ein großer Boxfan. Ja? Ein großer Boxfan und Manfred Wolke sagt mir immer, Ulrich Läuf.
Das ist doch hingeblieben. Ja, natürlich. So. Sag mal allen schönen so. Hallöchen. Hallo. Komm, ja. Wo soll ich hier oder da? Komm einfach, ja, nee. Du hast eben schon gesagt, also nicht nur im Westen, damals auch im Osten, Jürgen, eine große Nummer. Hattet ihr was Vergleichbares, jemand, der so schräg, skurril war? Ja, in den neuen Ländern auf gar keinen Fall. Man hat ihn wahrscheinlich deswegen auch bei uns gar nicht reingelassen. Wir haben ja beide irgendwie, was heißt wir beide nicht, sondern der große Teil der neuen Länder oder eigentlich fast alle, haben ja das Schicksal mit ihm geteilt. Wir durften ja nicht in die Bundesrepublik reisen. Und er durfte nicht in die DDR reisen. Warum? Da hatten wir irgendwie gleiche Empfindungen. Also Reisen, das war gar nicht das Problem. Ich durfte nicht auftreten. Ja, das ist das Gleiche. Also, hast du es denn versucht? Wolltest du auftreten? Ja, die ganze Zeit. Wir haben es geschafft, Karneval 89, also im Wendejahr, da durfte ich die ersten drei Konzerte in Ost-Berlin geben, im damaligen Metropol, heute Admiralspalast. Und das war umwerfend. Jeder kannte die Texte, das Programm. Nee, aber Leute haben wirklich übernachtet an den Vorverkaufsstellen. Und dann hatte ich noch einen schönen Tipp vom Betreuer von Udo Jürgens, der ja schon lange da war. Und der sagte, der Udo sagt immer, weil ja mindestens die Hälfte der Karten ging ja an Verdiente. Wahrscheinlich. Und der Udo sagte dann immer, für diejenigen, die ihre Karten nicht im freien Verkauf erworben haben, möchte ich mich vorstellen, mein Name ist Udo Jürgens. Und da habe ich gedacht, das, was mache ich auch. Ja. Und gehe auf die Bühne und sage, für diejenigen, die ihre Karten nicht im freien, da ging es, kannten es offensichtlich alle. Ja. War sehr, sehr, sehr. Aber Donald Lipschitz zum Beispiel war bei uns selbstverständlich sehr populär. Also neben Otto war er einer der ganz großen Entertainer für uns. Und also die hatten bei uns eigentlich auch in der Schule permanent Präsenz. Weil irgendwie hatte man einen Joke, einen Gag, einen Witz immer aufs Lager und hatten dann dementsprechend zum Besten gegeben. Ich gehörte eher zu den Zuhörern, weil ich konnte sie nicht so gut präsentieren. Es gab einige Beispiele, die konnten es besser, aber ich hörte wahnsinnig gerne zu. Du hast uns eben ein Riesengeschenk gemacht mit dem, was du gesagt hast, ohne es zu wissen. Du hast Otto erwähnt. Natürlich, Otto wollte dir auch unbedingt gratulieren. Und er hat etwas gemacht, was er noch nie getan hat. Das werden wir jetzt sehen. Er hat dir nämlich ein Geschenk gebastelt. Das ist ja schön zum Geburtstag, was zu basteln. Bist du auch so eine Basteltante so? Überhaupt nicht. Nein? Also Otto hat gesagt, ich mache das für Jürgen. Hier ist dein Geschenk von Otto Waalkes. Was ist denn? Wer hat Geburtstag? Ach, Jürgen von 70 wird Lippe. Andersrum, egal. Guten Morgen, lieber Jürgen. Heute wirst du 70 Jahre. Doch Geschenke gibt es keine. Na, dann ist ja alles klar. Viel Vergnügen, lieber Jürgen. Ist doch alles halb so wild. Denn ich will dir doch was schenken. Dieses handgemalte Bild. Aber was soll ich denn jetzt malen? Die Mona Jürgen oder die Lippe Lisa? Ich weiß. Möglichst realistisch. Er wird sich darin sehen, aber egal, was die anderen sagen, ihm wird's gefallen. Herzlichen Glückwunsch, Jürgen, zum guten Geschmack. Already. Dreh dich gerne um. Oh, ja. Für Jürgen, alles Gute zum 70. Gutes Wirken, lieber Jürgen. Das ist der erste und einzige Jürgi Fahn. Gutes Wirken, lieber Jürgen. Das ist super, ne? Wahnsinn, toll. Gutes Wirken. Lieber Otto, wenn du das siehst, ich bedanke mich. Ich habe schon ein kleines Bild, als ich in seiner Jubiläumssendung zu Gast war, hat jeder ein kleines Bild bekommen. Jetzt habe ich eins, was nur ich habe. Wo kommt das hin, weißt du schon? Das ist vom Format her, ich sag mal, übers Bett.
Da, wo früher der Spiegel war, kommt heute das Bild. Ich hatte Angst, dass du das sagst. Ja, genau. Da wird sich die Frau noch freuen. Aber wir wussten es doch beide. Ist das, macht man morgens die Augen auf und sieht sie. Ist das nicht schön? Ja. Es ist wunderbar. Gut, Musik, großes Thema. Nachher hören wir von euch. Du bist, wie gesagt, der einzige Gast, von dem ich wusste, dass du kommst, weil ihr ein wunderschönes Duett nachher noch singen werdet. Ich freue mich schon. Die Proben waren großartig. Und jetzt werden immer aufgeregter. Wir bauen eine Rampe. Ich habe viel getrunken, während ich nicht da war. Schlückchenweise. Möchtest du was haben? Ach, ich freue mich, dass du fragst. Ich frage ja immer erst und dann geht die Sendung los. Aber so ist auch schön. Ja, irgendwas, irgendwas mit Umdrehen. Ach, guck mal, jetzt ist er als Gastgeber angekommen. Dann moderiere ich schon mal das an, was jetzt gleich kommt. Musik, darum geht es. Eine Künstlerin, die Jürgen deshalb auch wahnsinnig schätzt, weil ohne sein Dazutun sie gar nicht die Karriere gemacht hätte, die sie gemacht hat. Er schätzt sie, sie schätzt ihn. Wir freuen uns sehr, dass sie da ist. Herzlich willkommen. Hier ist Jane Comerford mit No, No, Never. My love is stronger now than you ever know. It won't ever let you go. My love is wider than the ocean can be, and it's deeper than the deep blue sea. My love goes higher than a mountain can rise, and I see it there in your eyes. My love gets tougher when the going gets rough. Believe me, I got more than enough. Keep trying, babe, keep holding on. There's a place we belong, where things are good, where love is strong. One, two, three, four. My love shines brighter than a twinkling star. Black Eagle. Komm, wir gehen alle mal rüber. Ja, wir gehen mal alle rüber. Oh nein. Zunächst der Jubilar natürlich. Vielen Dank. So. Darf ich auch? Die Truppe. Hallo. Du darfst auch. Dankeschön. So, ihr guckt schon so erwartungsvoll. Wahrscheinlich preisgekrönte Line-Dancer, richtig? Sehr groß. Sind sie nicht toll? Die Black Eagles sind da. Aus Düren. Nein. Schön, dass ihr da seid und ihr dürft auch noch ein bisschen bleiben. Du tanzt ja ein wenig Line Dance. Warum, wieso? Meine Frau hat mir das nahegebracht, weil die das gelernt hat. Ich fand das irgendwie schön und habe das in mein Theaterstück, was ich ja zurzeit spiele. Die wollen nur spielen, heißt es, was ich in Düsseldorf spiele. Ich komme aus Augsburg. Da haben wir das eingebaut. Dann können wir das doch jetzt mal versuchen. Eine kleine Choreografie. Kommt gern alle dazu, reiht euch ein. Ja, ja. Nicht zu groß dafür. Aber das heißt, wir... Deine Waden sind zu. Ein bisschen raus. Ja. Aber mit dem Hut geht's, ne? Sie machen ein bisschen vor. Wir müssen schon auf die Jungs gucken, weil ich sehe bei den Mädels nicht, wie die Schritte sind. Ihr müsst führen. Ich hätte auch so ein Kleid gerne. Wir erfahren zunächst einmal den Grundschritt. Was dürfen wir tun? Wir fangen mit dem rechten Bein an, und zwar ein Shuffle. Ein Shuffle, dann einmal drehen.
Rechtes Bein, Kick und Cross, Kick und Cross. Mal zusammen. Achtung, rechtes Bein. So. Shuffles, ganz einfach. Ja, und links Bein, Cross. Ja, ja, ich komme. Ja. War das sehr gut? Aufs Sofa? Ich soll mich aufs Sofa setzen. Ich würde sagen, wir probieren das mal. Was? Ist kein Problem. Ich kann, alles klar, ich kann einen sehr viel einfacheren Schritt machen. Alles klar. Ja. Ich zeige dir mal, was ich auf in dem Stück mache. Das ist auch nicht leicht. Wir zählen zusammen an und los geht's. War noch nicht fertig. Jetzt bin ich fertig. Und 5, 6, 7, 8. Ja. Die Black Eagles aus Düren. Aber ich werde hier stundenlang zusehen. Zusehen, zugucken ist schön. Ne? Wunderbar. Großartig. Vielen Dank. Danke euch vielmals. Was machen wir? Achso. Oh, was? Oh, ja. Ach so. Ja, Mensch, das hat sich ja gelohnt. Wir haben Ordnung geschafft. Wir machen das ganz einfach mal so. Wir haben noch ein Geschenk. Ach so. Bleib einfach bei uns. Wir nehmen uns mit. Wir gehen schon mal. Eine Kollegin möchte dir ganz besonders gratulieren. Ein Geschenk von Mirja Böß. Lieber Jürgen, du bist einfach ein einzigartiger Künstler, ein großartiger Kollege, ein altes Zirkuspferd. Das bin ich auch. Hallo, mein Name ist Horst Ferdinand. Ja, Entschuldigung, aber ich bin hier gerade beschäftigt. Ach so, na, das macht ja nichts. Machen Sie ruhig weiter mit Ihrem Zeug. Also, zum Geburtstag. Sagen möchte Sie, ich, was soll denn das eigentlich werden? Der Jürgen von der Lippe Geburtstagsgruß. Jürgen von der Lippe! So. Kommen Sie mal mit. Für einen Jürgen von der Lippe Gruß habe ich genau das Richtige für Sie. Ja, kommen Sie mal. Ja, nee, das, so. So, das sieht ganz vorzüglich jetzt aus. Also, zum Geburtstag möchte ich dir ganz... Moment, aber es ist noch nicht ganz perfekt. Vertrauen Sie mir, ich bin ein altes Zirkuspferd. So, so, Achtung. So, fertig. So wird es ein perfekter Jürgen von der Lippe-Gruß. Und machen Sie rasch, Sie haben nur noch 5 Sekunden Zeit. Lieber Jürgen, herzlichen Glückwunsch. Wie komme ich denn jetzt aus dem Kostüm wieder raus? Oh. Mirja Böß! Wir hatten schon so viel, die Musik hatten wir, deine Shows hatten wir, Line Dance hatten wir, Lesen als Thema hatten wir noch nicht. Mhm. Was liest du? Eine Sendung im Fernsehen, auch im Internet jetzt? Mhm. Auf meinem YouTube-Kanal, genauer gesagt. Das war die Rampe, die ich dir gebaut habe, Dankeschön. Damit du sie versenken kannst. Ganz schön. Lesen generell, was würdest du sagen, wie viele Bücher hast du oder nennst du dein eigen? Hast du ungefähr einen Überblick? Nö. Also, weiß ich, ein paar Tausend. Sind die anständig sortiert oder ist es bei dir Chaos? Liegen die auf dem Boden gestapelt? Die ich noch nicht gelesen habe, also im Schlafzimmer gibt es 3 Stapel vom Boden, die sind so. Das sind die ich in nächster Zeit lesen will. Dann gibt es mehrere Regale mit ungelesen. Es werden immer mehr, weil ich eine kleine Geistesstörung habe, was das angeht. Ich kann an keinem Buchladen vorbeigehen. Speziell die kleineren Läden, also nicht die großen Ketten, da sind ja nun eigentlich immer das, was gerade gekauft wird. Aber die Kleinen haben ja so ein persönliches Sortiment, wo man oft Sachen findet, auf die man nie gekommen wäre. Und das finde ich eigentlich spannend. Und deswegen steigt dieser Stapel. Aber ich werde ja im Heim vielleicht die Gelegenheit man kann auch in meinem Sessel so zurück. Der ja jetzt auch geht. Noch.
Man könnte ja auch digital lesen, dann bräuchte man die Bücher nicht. Kannst du mit solchen digitalen E-Book-Readern? Ja, das bietet sich an. Bei verschiedenen Gelegenheiten, also im Urlaub ist es einfach praktisch, ja. Vorher hatten wir 15, 20 Bücher mit, das ist eine Frage des Platzes, des Gewichts ja. im Flieger. Jetzt nimmt man so ein Ding mit. Es ist auch, wenn man im Bett noch lesen möchte, wenn der Partner oder die Partnerin schon erschöpft eingeschlafen ist, dann kann man lesen ohne, dass man eine Nachttischlampe anhat. Ne? Dann hat ja einen erleuchteten Bildschirm, ein bestimmtes Gerät. Ja. Und dasselbe gilt fürs Auto, wenn man also vorne sitzt. Und beim Fahren? Nicht beim Fahren, so als Beifahrer. Ach so. Weil es gibt ja Autos, wo das Licht den Fahrer stört und dann empfiehlt sie. Es ist schon sehr, sehr praktisch. Würde aber für mich die Haptik und den Geruch ist schon toll. Eines Buches nicht ersetzen. Du bist ja auch bekennender Schnellleser. Ich glaube, eine Fahrt mit dem Treppenlifter reicht schon für ein Buch bei dir. Für ein kleines Buch? Ja. Man braucht für solch eine Sendung, wie du sie machst, nicht viel. Ein Tisch, zwei Stühle, zwei Mikrofone und einen tollen Gast. Was liest du? Sehr sehenswert. Es warten jede Menge Bücher auf Sie mit heißen Stellen. Wanna have some fun? Ja, du kleiner geiler Bengel. Wenn sie schließlich über der Landebahn ihres Orgasmus zu kreisen beginnt, bricht sie in einen detaillierten Live-Kommentar aus, der ihre Empfindungen höchst anschaulich wiedergibt. Oh mein Gott, ich komme gleich. Oh nein, nicht so schnell. Oh mein Gott, ja, ich komme. Da ich das weiß, habe ich einmal einen Mann mit Litschis verführt. Er sah zu, wie ich den knackigen Panzer aufbiss. Und dann so. Guck mal, das hat ja super funktioniert. Eine junge Frau mit insgesamt leicht asozialem Touch steigt mit ihren vier kleinen Kindern in den Bus ein. Völlig entnervt dreht sie sich zu einem Mitfahrer um und nölt zu ihm für alle hörbar. Das hat man von der ganzen Fickerei. So, ein Hochgenuss. Und wir können uns jetzt raufen, das Ganze findet eine wunderbare Fortsetzung heute in deiner Geburtstagsshow. Annette Frier kommt noch einmal mit einem Buch. Wir haben einen Tisch, wir haben zwei Stühle. Jürgen, willkommen in deiner Sendung. Ich freue mich. Den Platz, ihr macht das schon. Ich freue mich. Das Beste, meine Damen und Herren, ist, was hinter diesen Kulissen los ist. Man trifft lauter Leute. Ina Müller sagt, ich bin rein, ich bin wieder raus, ich weiß gar nicht, was los ist. An jeder Ecke. Horst Lichter ist überall. Das ganze Studio ist voll. Also, wenn Sie mal Zeit haben beim Klogang, grüßen Sie alle herzlich. Es sind wirklich alle da. Es macht sehr viel Spaß. So, lieber Jürgen. Ich hatte mir, also für den Fall, dass man mich lesen lassen würde, hatte ich mir ein Buch gewünscht, was ich schon mit unserem gemeinsamen Freund Jochen mal ausprobiert habe. Dieses Buch würde ich auch noch wärmstens empfehlen. Billy Crystal. Es ist ja dein Bruder im Geiste, Billy Crystal. Es ist eigentlich ist Jürgen von der Lippe der deutsche Billy Crystal. Ich weiß nicht, ob Sie es wussten. Wir kennen den ja fast alle nur aus super Hollywood-Schockern. Wie Reine Nervensache oder Harry und Sally. Aber er ist eine Showlegende, genauso wie dieses Geburtstagskind, meine Damen und Herren. Jetzt wir zwei, oder? Seite 21 habe ich mal notiert. Du wenn, auch? Wenn man jung ist. Kapitelüberschrift ist übrigens Sex, Sie würden nicht drauf kommen. Wenn du das vorträgst. Sehr gerne, lieber Jürgen. Ich tue alles, was du willst an deinem Geburtstag, fast alles. Wenn man jung ist, denkt man an nichts anderes als an den nächsten Geschlechtsverkehr. Wenn man älter wird, kann man sich an das letzte Mal nicht mehr erinnern.
Um dies zu verdeutlichen, lassen Sie uns ein Paar belauschen. Nennen wir die beiden er und sie. Im Jahr 1973 waren die beiden 25, also sind sie heute 65. Wir sagen immer vorher. Ich sage immer 1973 und du immer 2018 machen wir jetzt einfach. Nein, 13. Ja, oder wir machen es in der Farbe, in der wir auch sind. Also blau für das Männchen und rosa für das Weib. Sehr gerne, ich mach mit. 1973. Ich liebe es, wenn du das machst. Du meinst, so anzuspannen? Gütiger Himmel, wie machst du das? Mein Yogalehrer Punji hat es mir erklärt. 2013. Wow, du bist sehr feucht. Tut mir leid, das passiert, wenn ich huste. Ganz schlimm, das ist nicht lustig. Leute! Hab ich ja noch nie von gehört. 1973. Wie schön du bist. 2013. Diese Titten sind einfach unglaublich. Hör auf, dich im Spiegel zu begutachten und komm ins Bett. Auch sehr schön. Kann man mal machen. 1973. Warum hast du die Augen offen? Ich sehe gern zu, wie du es mir machst. 2013. Weshalb schaust du so? Die Vorhänge passen nicht zur Farbe der Wand. (lacht) 1973. Warum bleiben wir nicht zu Hause und gehen ins Bett? Ich liebe Regentage. 2013. Lass uns ins Bett gehen. Meine Hüfte tut weh, es wird regnen. Vielen Dank. Sehr freundlich. 1973. Meine Güte, das sind sicher 20 Zentimeter. Warte erst, bis ich geil werde. 2013, ziemlich hart. Der Arzt sagt, es ist gutartig. Schlimm. Das Gute ist, Sie sind genauso bescheuert wie wir. Vielen Dank dafür. 1973. Sag mir, was ich tun soll. Steck deinen Finger da hinein. Das habe ich noch nie gemacht. Fühlt sich großartig an. 2013. Sag mir, was ich tun soll. Bring mir den Vibrator und geh eine Runde spazieren. Annette Vier. Ihr von der Lippe, meine Damen und Herren. Ich geh mich jetzt besaufen. Annette Vier. Oh. Wir haben nämlich tatsächlich jetzt, glaube ich, eine Überraschung. Du hast mit vielen dir wahrscheinlich vorher Gedanken gemacht, was passieren könnte. Damit rechnest du garantiert nicht. Denn die wenigsten wissen, du bist ein begnadeter Zauberer auch. Begnadet, also ein Zauberer. Ja. Ich bin ein Hobby. Ich hatte meinen Zauberladen. Ja. Und was mir die Mitgliedschaft im Magischen Zirkel eingetragen hat. Also du hattest mal einen Zauberladen. In Köln. In Köln. Ja. Dreh dich mal um. Ja. Oh. So ungefähr? So ungefähr. Oh, wir haben ihn nochmal aufgebaut für dich. Dein Zauberladen. Oh, Lippes Magic Store. Alles nach Spaß. Herrlich. Was waren denn so die Renner? Was ging denn oder ging überhaupt was? Es ging nicht viel, weil das war in den WDR-Arkaden im Souterrain. Nein. Wir durften auch von der Stadt aus außen nicht werben, also es war relativ wenig. Es kamen alle Zauberer und trafen sich, haben mir auch Tricks verraten. Aber ich hatte nun mal auch 4 Angestellte und dann hat irgendwann hat der Steuerberater gesagt, wenn Sie das jetzt nicht aufgeben, als reines Abschreibungsobjekt, dann erkennt das Finanzamt die Gewinnerwartung nicht. Und dann, ich war ja selbst mein bester Kunde, meine ganze Wohnung ist voll mit Tricks. Hab auch bei Was liest du
oft bin ich in den Laden gegangen, habe gesagt, zeig mir her, was haben wir neu? Und das habe ich dann als Opening-Gag gemacht. Ist hier irgendwas? Nee, gar keine Tricks, ne? Oder? Ist irgendwas? Nö, diese Masken sind übrigens wunderschön. Die waren damals weicher, aber es wird ja alles also nicht mehr hergestellt. Früher war ja alles. Ja, weicher? Hoffe ich nicht. So, die also du sagst ja, es lief nicht so gut. Nein, es lief leider nicht gut, aber es war wunderbar. Die ist auch leer. Ja, natürlich. So sah es aus? Nein. Schuldstein. Ja, es war modernste Elektronik, aber es hat so einen Spaß gemacht. Ja. Wenn ich da war, wenn ich Sendung hatte, bin ich hin, habe mich hingestellt, habe den Leuten auch versucht, kleine Sachen, soweit ich sie kannte, zu verkaufen und war ganz stolz, wenn ich dann mal 3 Mark umgesetzt hatte. Ich habe aber eine gute Nachricht für dich, weil heute kommt Kundschaft. Ja. Ja, und zwar ein Zauberer, der schon sehr früh wusste, dass er Zauberer wird. Mit 11 Jahren war er auf der Bühne bei David Copperfield, weil er ihn aus dem Publikum geholt hat. Dann weiß ich. Du weißt, wer es ist? Du sagst ja, einer der Besten, den wir haben. Der geht jetzt zu den Weltmeisterschaften und hat gerade einen Preis bekommen in New York. Das wird ein ganz großer. Du kannst ihn selbst anmoderieren. Zu deinem Geburtstag, ist ja schön. Ja, meine Damen und Herren, begrüßen Sie einen jungen Mann, in den ich die größten Hoffnungen setze, die ich in den letzten Jahren in einen jungen Mann gesetzt habe. Hier ist Marc Weide. Ich hätte noch so viel sagen können. Wo denn? Da kommt er. Vielleicht. Also ein zauberhafter Worte. Habe ich gerade wahrgenommen. Ja, gerade. Jürgen, das ist mir eine Freude. Das war ja eine zauberhafte Ammunition. Hallo Jürgen, freut mich. Das war ja zauberhaft. Lass uns vorne zum Durchgehen kommen. Jürgen, ich habe keine Kosten und Mühen gescheut. Ja? Und du weißt, ich habe jetzt noch nicht so viel Kohle, aber guck mal, ich habe passend zum Jubiläum, ja, alles Gute, ne, too much oder... Noch nicht. Nee. Jürgen, du musst gar nicht so schauen, ich habe dir auch eins mitgebracht. Ja? Welche T-Shirt-Größe hast du, sag mal? Bitte was? Welche T-Shirt-Größe hast du? Muss ich das jetzt sagen? Du kannst auch lügen. 3XL. Okay. Schau mal, ich habe eins mitgebracht, das vielleicht auch passen könnte. Ja? Das ist genau dasselbe, was ich anhatte. Deswegen habe ich mich heute Abend für ein anderes T-Shirt entschieden. Ja, weil... Ja. Das ist vielleicht mehr meinem Alter entsprechend. Also ich komme mal zwischen euch, wenn ich darf. Ja. Ja. Und Jürgen, du stehst also auf Kartentricks, oder? Ja. Super, ich habe nämlich einen vorbereitet. Ja. Lass kurz wirken. Gell. Die meisten Kartentricks laufen ja jedes Mal gleich ab. Ne? Also ich weiß nicht, Jörg, spielst du ab und zu Karten? Ja. Ja. Ganz wichtig, bevor man die Karten mischt, das wirst du auch als alter Showmaster kennen, Jürgen, vor dem Mischen ganz wichtig, die Karten zuallererst aus der Schachtel rauszunehmen, weil diese Reihenfolge ist extrem wichtig, das vergessen die meisten Leute. Das ist total verrückt. Ja, keiner versteht's. 52 Spielkarten, das ist so ein Blatt aus Amerika. Und die meisten Zauberer machen immer die gleichen Tricks. Es ist jedes Mal dieses, zieh mal eine Karte. Ja. Ne? Deswegen mache ich das nicht. Und Jörg, wenn du mal so freundlich wärst, ich riffel so durch, ich rausch so durch. Wann immer du möchtest, sag irgendwo Stopp, wo es dich hinzieht. Stopp. Super, das wäre genau da. Ja. Ja. Wir zeigen die Karte auch, ja, damit jeder sie sehen kann. Perfekt. Mhm. Ja. Die Karte am besten nicht vergessen, weil sonst der Effekt nachher nicht so beeindruckend. Mhm. Ja, super. Okay. Jürgen, wenn ich dich bitten dürfte, eine zweite Karte zu ziehen. Das macht den Effekt so unglaublich schwierig. Wo du möchtest, genau, das ist die richtige, vielen Dank. Und Jürgen, merk dir die Karte gut, schau sie dir an, du kannst sie auch gerne rumzeigen. Ja, perfekt. Und ich habe noch einen Stift mitgebracht, nehmen wir den. Nimm ruhig mal einen Stift, Jürgen, und schreib auf die Karte, auf die Vorderseite irgendwas drauf, was du möchtest. Kannst deinen Namen schreiben oder kannst dir was Lustiges einfallen lassen, was du möchtest. Signier die Karte auf der Vorderseite. Genau. Ich schreibe deinen Namen drauf. Du schreibst meinen Namen drauf. Ich gucke auch dabei nicht hin, weil sonst könnte man mir vorwerfen, dass ich irgendwas Bestimmtes, also dass ich auf einen Monitor gucke oder so. Deswegen, genau, tob dich aus und wenn du soweit bist, dann sag einfach Bescheid. Bescheid. Super. Jörg, komm ruhig zu uns, weil wir legen die Karte von Jürgen irgendwo hier in die Mitte des Spiels, damit ihr das sehen könnt. Ja? Und Jörg, wenn ich dich bitten dürfte, deine Hand so aufzuhalten, großartig, und die andere Hand obendrauf. Mhm. Genau, genau, sehr, sehr gut. Einfach obendrauf. Jürgen, vielleicht deine Hand auch obendrauf, die andere unten drunter. So, genau so rum, ja, so, perfekt, großartig. Wir haben jetzt 2 Karten, eine ist nur gedacht, von dir jetzt irgendwo mit im Spiel und Jürgen, du hast eine signiert. Mhm. Meine Aufgabe ist, beide zu finden, ja. Ich greife zwischen eure Hände, ziehe eine Karte raus und wenn das vielleicht eine gedacht ist, das wäre schon mal nicht schlecht. Ich kann mal,
Ja, vielleicht die. Jörg, zum ersten Mal laut, an welche Karte denkst du gerade? Pik 10. Pik 10. Das wäre damit Effekt Nummer 1. Der ist noch verhalten. Der ist noch verhalten, ja, verstehe ich, weil Jürgens signierte Karte fehlt ja noch. Ja. Und ich lasse alle anderen Karten zwischen euren Händen unsichtbar werden. Die lösen sich alle komplett auf, sodass nur eine Karte zurückbleibt. Okay. Seid ihr bereit? Ja. Jürgen, hast du was gespürt? Nein. Das mag vielleicht nicht am Alter. Genau, das mag vielleicht nicht am Trick liegen. Aber ihr könnt langsam eure Hände hochnehmen, denn ich will gar nichts mehr berühren. Denn tatsächlich, wie ihr sehen könnt, sind die Karten wirklich unsichtbar geworden. Das ist keine optische Täuschung, denn diese Karten existieren gar nicht mehr. Die sind wirklich, Jörg, du kannst sie gerne anfassen, die sind wirklich nicht mehr da. Allerdings eine einzige Karte, man kann es hier sehen, wenn ich so langsam, eine einzige Karte kommt so langsam in Sicht. Ja? Eine Karte ist noch da, alle anderen Karten sind komplett verschwunden. Und diese eine Karte, die überlebt hat, ist natürlich, Jürgen, genau deine Karte. Mit der Not. Hast du ihn verstanden? Ich habe ihn erlebt. Erlebt. Ich habe ihn erlebt. Ich dachte, das kann man vielleicht machen. So, ne? Also. Ja. Aber du hast ja einen Zaubershop. Und wenn wir einen Zaubershop schon mal haben. Ich hatte einen. Du hattest einen. Aber heute haben wir ihn wieder aufleben lassen. Und da ist noch was? Ja. Ich dir ehrlich? Jörg, ist da irgendwie Assistent. So. Assistent. Ja, ja. Guck mal, ob du irgendwie so ein Kinderspielzeug findest, vielleicht. Irgendwie so ein Würfel. Es gibt doch. Hattest du im Shop damals auch diese Zauberwürfel, diese Rubikswürfel? Die hatten wir nicht, glaube ich nicht. Nee, hatte das nicht. War. Wann kamen die auf? Das war. In den 80ern waren die sehr populär. Ne? Ja. Von Rubik damals gebaut. Dann hatten wir die nicht mehr. Hatte den nicht mehr? Nee, glaub nicht. Okay. Super. Sogar in Papiertüten. Das ist so in Amerika. Man darf das ja nicht zeigen, was in der Öffentlichkeit so passiert. Schau mal, ich gebe dir eine Tüte, ich nehme eine Tüte und wir kippen beide Inhalt aus, sodass wir das allen Leuten zeigen können, was da drin steckt. Kannst du auch rausnehmen, rauskriegen. Soll ich machen? Ja, ja. Genau. Tüte kannst du auch ruhig auf den Tisch legen. Ja, weil es keine Überraschung, wir haben ja schon drüber gesprochen, dass es Zauberwürfel sind. Ja. Weil das. Kannst die Tüte ruhig ablegen. Also die Tüte nur. Weil jeder, wer diesen Würfel kennt, der weiß auch, was ein Nervenzusammenbruch sein kann. Ne? Da stimmst du mir vielleicht zu. Das ist, wir verdrehen ihn einfach mal. Also Jürgen, tupp dich aus, dreh mal am Rad. Ach so, ich soll jetzt. Ja, wirklich. Ja. Also so, aber ich soll es nicht lösen, ne? Das würde uns beeindrucken. Kannst du es? Ach was. Ja. Okay. Einfach mal, es gibt ja mittlerweile richtige Wettbewerbe, die ausgetragen werden, ne, wo die das lösen. Aber wir lösen das jetzt gemeinsam. Jürgen, ich bringe dir jetzt instant einen Trick bei, sodass du das gleich machen wirst. Pass auf, okay. Ich lege den verdrehten Würfel. Jörg, du kannst gerne überprüfen, der komplett ist verdreht. Komplett. Ja. Den lege ich hier in die Tüte rein. Und sag mal, Jürgen, bist du Rechts- oder Linkshänder? Rechts. Rechts. Dann halte ich deine Rechtshand einmal aus. Genau. Und halt einfach die Tüte fest. Sehr gut. Ja. Ich nehme deinen verdrehten Würfel. Jörg, der ist verdreht. Ja, sehe alles verdreht. Okay. In die Tüte rein und damit auch keiner irgendwie sagen kann, der Zauberer macht jetzt heimlich was. Ja. Noch vielleicht ein letzter überprüfter Blick. Ist der Würfel verdreht, Jörg? Völlig verdreht. Völlig verdreht, sag ich es nochmal. Völlig verdrehter Würfel. Ja. Achtung, Jürgen, jetzt kommt's. Pass auf, halt dich fest. Die Choreo ist folgendermaßen, man schüttelt zweimal die Tüte, schnippst einmal und schon sortieren sich alle Farben seitlich den Würfel an. Soll ich auch? Ja, mach mal. Das war grazil. Dieser Wechsel auch. Ja, oder? Da merkst du einfach. Und jetzt noch einen Zauberspruch, den du selbst einsetzen darfst. Der ist gut, den hatten wir noch nicht. Und so viele Tage wie das Jahr, so die Katz am Schwanz hat Haar. Ich glaube, kein anderer Zauberspruch hätte besser gewirkt. So, ich zeige meine Hände leer vor. Ich fange mal an, dann kommst du. Der Würfel, der gerade noch verdreht war, scheint jetzt komplett von allen Seiten gelöst und tatsächlich exakt im Moment auch nur ein Würfel drin in der Tüte von allen. Jetzt ist die Frage, Jürgen. Ja? Ich meine, ich könnte das vielleicht, weil ich ja auch keine Freunde habe und eine Menge Freizeit. Aber wie sieht es bei dir aus? Ja. Ich habe ein gutes Gefühl. Mach die Tüte mal auf, ja, und kipp den Inhalt einfach mal raus. Sag uns, wie sieht der Würfel aus? Komplett gelöst und die Tüte ist leer. Meine Damen und Herren, Jürgen von der Lippe. Marc Weide. Jürgen. Fabelhaft. Vielen, vielen Dank. Mann, wow. Ich stelle dich zurück ins Regal. Marc. Jörg. Danke dir. Vielen Dank.
Den erklärst Dankeschön. Du mir. Das gibt's nicht. Viel Glück bei der WM. Dankeschön. Danke. Was wirst du? Gib einen Tipp ab. Du meinst, welcher Platz? Ja. Zweiter. Da ist Luft nach oben. Alle vielen denken Dank. An Fußball, ja, die Zauber werden. Danke dir. Vielen Dank. Wow. Ja, so sieht's aus. Wir haben... Weißt du, das hat dir natürlich jetzt insgeheim gedacht, ja. dass es jetzt noch mal verändert ist. Ach so, dass da jetzt eine 69 drauf ist? Ja, oder eine... Weiß nicht. Wer wird denn Erster? Ja, weiß Wer ist ich denn nicht. Der große Guru? Nee, das sind ja alles junge Menschen, die man ja gar nicht, die man gar nicht kennt. Weil die Alten, die Arrivierten, also Copperfield geht ja nicht zur WM und blamiert sich, ne? Ist ja klar. Würde ich ja auch nicht machen. Eine Damenrunde jetzt, es geht um Musik, weil du mit vielen von denen, die hier sitzen, schon gesungen hast. Was hat er mit dir gesungen? Heißer Sand. Heißer Sand und ein verlorenes Land. Oh. Ein Leben kann ich in Gefahr. Gefahr. Viel schöner. Habt ihr das heute gesungen? Nein, das haben wir in ihrer Show gesungen. Ach so. Wo habt ihr das gemacht? Das haben wir gesungen in einer Sendung, die ich gemacht habe. In deiner Premiere, glaube ich, oder ja. Piloten oder was? Ja, so ein, ja, ja. Genau. Wärst du jetzt sehr traurig, wenn du wissen würdest, dass er das schon mit einer anderen gesungen hat? Das habe ich danach rausgefunden, dass er das schon mit anderen gesungen hat. Wahrscheinlich auch schon, als ich noch nicht mal geboren war. Scheiße, ist das deine Masche? Ja. Ja. Er macht das Leben mit jeder. Aber der Erfolg gibt mir recht. Jane. Man kann ja sagen, ohne Jürgen gäbe es diese Karriere. Er hat ja sehr geholfen am Anfang. Ne? Wie seid ihr zusammengekommen? Bei Geld oder Liebe? Bei Geld oder Liebe, ja. Also Jürgen war mir eine sehr, sehr große Hilfe, weil er einen Song gehört hatte, den ich aufgenommen hatte und den ich geschrieben habe. I Feel Herzschmerz hieß ja. das. Und meine damalige Schülerin Blümchen, die Künstlerin, hatte das irgendwie dir geschickt oder ich weiß nicht, wie es zu dir gekommen ist. Auf jeden Fall hat Jürgen gesagt, ich will die unbedingt in die nächste Geld- oder Liebe-Sendung haben. Wo ist das Album? Ich hatte aber nur eine Single. Ja, also ja. In einer Woche habe ich ein ganzes Album komponiert und getextet. In der zweiten Woche habe ich es produziert und in der dritten Woche ging es Mission, Mastering, Booklet und so zur Sendung. Und du hast mich so toll präsentiert. Ich danke dir vom Herzen dafür, Jürgen. Das heißt, die Künstler mussten ein ganzes Album haben, war das Voraussetzung? Ja, ich wollte nicht, ich habe auch vorzugsweise keine bekannten Leute genommen, weil die waren ja bei Wetten, das oder sonst wo. Ich wollte Leute, die, daraufhin vielleicht dann Erfolg haben sollten. Und da standen einige auf der Bühne. Wir schauen noch mal, wer alles bei Jürgen von der Lippe auf der Bühne stand. Schon 1978 landet Jürgen mit den Gebrüdern Blattschuss seinen ersten Top-Hit. Kreuzberger Nächte, das Atemlos der 70er. Kreuzberger Nächte sind lang. Kreuzberger Nächte sind lang. Bereits ein Jahr später startet Jürgens fulminante Solokarriere. Der erste Song erscheint klassisch auf Kassette. MP3-Player, Streaming und Downloads sind da noch Zukunftsmusik. Sauerland, und so muss das wohl auch sein. Kneipen sind Jürgens erste Bühne. Sein Auftritt im Go-In legt den Grundstein für seinen Weg in die deutschen Charts. Das erste Geld als Sänger habe ich hier in dem Laden verdient. 5 Mark und 2 Freibier. Der Mann mit der Gitarre produziert seit 1977 Platte um Platte. Es werden über 30, mehr als die Beatles. Doch seine Eltern sind ahnungslos. Dann hat er uns die erste Langspielplatte geschickt. Und da steht hinten drauf, diese Platte widme ich meinen lieben Eltern, die im Glauben sind, ich bin fester am Studieren. Jetzt wird da so ein Hallodri da. Der Hallodri stürmt weiter die Charts. Und wird Jürgen romantisch, wird's lustig. Die Zuschauer lieben seinen Humor und wollen ihn pausenlos hören. Du bist mein Schirm, ich bin der Ständer. Doch ein großer Fernsehtraum bleibt. Einmal ZDF-Hitparade. Wenn ihm gerne vieles
auf die Schippe. Der Jürgen von der Lippe. So ein Kamel. Startnummer 3. So ein Kamel kann hier nichts werden. Sagen Sie vielleicht und gehen dran vorbei. Ich heiße Lass und komm vom Mars. Bei uns ist alles andersrum. Echt Schnaps schon wieder. Jürgens Mega-Hit Guten Morgen, liebe Sorgen schafft es in die Top 3 der deutschen Charts. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Ja, ist ja alles da. Eine Songzeile für die Ewigkeit. Guten Morgen, liebe Sorgen, seid ihr auch schon alle da? Habt ihr auch so gut geschlafen? Ja, dann ist ja alles klar. Göttlichen Segen bekommt er auch von Madonna. Jürgen und die Stars, eine erfolgreiche Mischung. Und vielen hilft er ins Rampenlicht. Herbert Grönemeyer. Ich hab dich lieb, so lieb, lieb als je zuvor. Jürgen entdeckt Jennifer Rush, die Ärzte und, oh, naja, manchmal liegt auch Jürgen daneben. Those days are really gone. Yeah. Aber Jürgen macht die Stars nicht nur groß. Er macht sie auch nach. Enthält's mich alles zurück, ich könnte das auch singen. Treten Sie mir mal aus der Linse, wir zählen mal an. 1, 2, 3, 4. Da ist mir auf der Stelle die Sicherung durchgebrannt. Danke. Jürgen von der Lippe, auch musikalisch, unsere Nummer 1. Hat man ja gar nicht auf dem Schirm. Oder? Aber der Udo sah so ein bisschen angepisst aus. Angepisst, ja. Frech, ne? Oder? Der wollte das Mikro so wegnehmen. Ja, aber er war voll frech. Ja, genau. Du singst in so einer... Sinn, da kommt einer, kann ich auch. Nein. Und er kann es auch noch. Das hat durch den Schnitt ja, jetzt natürlich so gewirkt. Und Udo wusste es auch. Ach so, gut. Wir waren. Du hast ja noch andere... Der Punk. Pariert, Maffei oder so. Wie haben die denn alle reagiert? Befremdet. 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 Vor 16 und 31. Und das machen sie, dass du die Sonne aufgehen. Wir hören heute, ihr singt. Ich habe das jetzt schon mehrfach angekündigt. Es geht ja um die Schiebemusik unserer Jugend, kann man sagen. Welche drei Songs sind es? Ein Medley, was hören wir? Ein Bee Gees, lasst euch überraschen, und zweimal Elvis. Ne? Zweimal Elvis, einmal Bee Gees. Ein Potpourri. Ein Potpourri. Wie gesagt, das Einzige, was du wusstest, was heute auf dich zukommt, weil ihr musstet ja ein bisschen üben. Wir haben ein bisschen geübt, wir haben unsere Stimmen verteilt. Ich bin da so aufgeregt, sie ist ja auch noch Gesangslehrerin. Weißt ja, du? Ja, pass bloß auf. Aber es war deine Idee. Ja. Ich habe mich nicht aufgedrängt. Nein. Gut, ja, macht es. Ja. Wir freuen uns. Ina Müller und Jürgen von der Lippe. Die Gitarre ist, glaube ich, drauf. Ich muss mal... So, nachdem klar war, für was wir uns entscheiden, haben wir es auch noch mal aufgeschrieben. Und bräuchten, würdest du das so halten, dass wir das sehen können? Keine Faxen machen, nicht draufsetzen, nicht kaputt machen, nicht aufessen, das wäre ganz toll. Weil wir machen das so oft, bis der einmal klappt, der Song. Dann müsstest du das halten und ihr haltet es einfach hoch. Geht das, soll ich das Handy so lange nehmen? Ist das dein Hund? Oh, der ist so süß. Oh, niedlich. Okay, und dann vielleicht so, dass die nicht übereinander lappen, weil dann ist Rush-In weg. Und Rush-In brauchen wir unbedingt. Ihr macht das ganz toll. Wenn zwischendurch die Arme lahm werden, so ein ganz bisschen runter geht auch. Na, Kleines, bist du schon da? Ja. Das ist aber schön. Das ist doch ganz gut, die Entfernung, ne? Und ich habe die richtige Brille auf. Hast du? Ja. Soll ich... Ich soll ja schnell, ne? Ja, mach nicht so langsam, weil das ist so gerontös, sagen wir immer. Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love. Shall I stay? Would it be a sin
treat you quite as good as I should have. Maybe I didn't love you quite as often as I should have. Little things I should have said and done, I just never took the time. Bei all den Erfolgen, die du hattest, habe ich gerade eben überlegt. Also eine wahnsinnig gute Partie. Ich müsste mal gucken. Ja. Ich weiß, mir ging es immer nur um die Kunst. Ja, immer, ne? Mir war das gar nicht klar mit der ganzen Hitparade, mit den ganzen Hits und mit Madonna und so. Das macht dich natürlich noch erotischer, als du eh schon bist. Für die Hitparade, das Geld hat übrigens damals die Plattenfirma kassiert. Falls Promo war. Falls du mal mit dem Gedanken spielst, in die Hitparade zu gehen, ne, das ist jetzt nicht so der Burner finanziell. Ja, ja. Ich glaube, du warst eigentlich auch zu ironisch, um so Hits im Radio und so zu haben. Ich glaube, Songs mit viel Ironie, und das war ja bei dir alles so, fanden dann statt, aber vielleicht... Wollen wir wieder zum Sofa gehen? Ja, lass uns wieder. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Lasst euch ruhig Zeit. Wir haben sie. Ina Müller und Jürgen von der Lippe. Und nur lobende Kommentare auch der Gesangslehrerin. Dankeschön. Jörg, hast du eigentlich schon mal gesungen? Wirklich? Ich habe es einmal versucht. Wir haben 2 Millionen Zuschauer verloren von 5. Kommen wir zu deiner langlebigsten und erfolgreichsten Sendung. Kann man sagen, Geld oder Liebe? Ja. Kann man sagen. Ich überlege kurz. Weil ja? Lass dir Zeit. Es waren so viele. Ja. 50.000 Minuten habe ich vorhin gesehen, waren es. Das ist viel. Das ist sehr viel. Aber Harry Weinfurt hat mehr. Ja, aber für den gibt es keine Kurzversion. Der Name kommt jetzt überraschend, aber... Viele googeln jetzt schon. Harry, kommst du bitte? So, also, die erfolgreichste Sendung von Jürgen von der Lippe. Geld oder Liebe? Ein Dauerbrenner, fast 100 Ausgaben davon. Die schönsten Momente jetzt nochmal. Oder Liebe mit Jürgen von der Lippe. Geld oder Liebe, die etwas andere Kuppelshow. Jürgen ist Deutschlands erster Tinder-Beauftragter. In über 90 Folgen macht er Singles glücklich. Lassen Sie mich Ihnen erklären, wie diese Show gedacht ist. Sie zu Hause sollen am Ende Ihr Traumpaar zusammenstellen. Und wie immer beginnen wir mit den Damen. Schauen, flirten, verlieben. So einfach kann Partnersuche mit Jürgen sein. Hier sind unsere Männer. I'm sexy and I know it.
Und ohne Tuchfühlung geht bei Jürgen gar nichts. Guck mal, wie sie tuchelt. So, wer gibt dem Prinzen seiner Wahl einen Kuss? Los! Miteinander kuscheln und füreinander kämpfen. Mehrere Runden sind nötig, um seinen Traumpartner zu finden. Nur wer viel wagt und wirklich Herz zeigt, wird Paar des Abends. Ja, bitte nutzt die Situation nicht aus. Was ist das denn? Ja, gut, okay. Ja. Sich näher kommen, liegend oder tragend. Jürgen gibt alles, um herauszufinden, wer zu wem am besten passt. Jetzt erstmal alles desinfizieren. Jetzt merken, ich rede mir ein bisschen in Wolf, weil ich noch nicht fertig bin mit dem Umbau. Hase, ungefähr in Minuten noch zwei. Hast du nicht gerade so gemacht? Ich reiß mir hier den Arsch auf und durch. Meine Damen und Herren, hier sind Roxette und Joyride. Internationale Stars sind auf Jürgens Bühne keine Seltenheit. Es sieht gar nicht so übel aus. 22.30 Uhr, ich vermute mal, Herr Wickert ist noch gar nicht an seinem Arbeitsplatz. Und Sie werden noch so viel reden, dass es noch länger dauert. Ich kenne Sie ja. Kultstatus. Jürgen sendet lange. Er überzieht mehr Minuten als Thomas Gottschalk. Die Tagesthemen fangen voraussichtlich 25 Minuten später an. Ich sage, Geld oder Liebe? Du sagst Geld? Sicher, sicher. Ich hab einer der letzten Romantiker. Was wird die Nation zusammenführen? Ich will nicht allein sein in so einer Stunde. Eva und Markus! Und am Ende siegt bei Jürgen immer die Liebe. Geld oder Liebe? Und eben kam die Frage hier auf dem Sofa, die berechtigt ist. Caroline hat es gefragt, ist jemand von denen nachhaltig zusammengeblieben? Weißt du das? Es gab mal ein Paar, da schien sich was anzubahnen. Die hatten auch beide ein, also irgendwie etwas sehr Obskures. Kind? Die machte Totenmasken und er auch sowas Ähnliches. Die waren mal kurz zusammen, da hat es aber auch nicht bis zur Ehe gehalten. Es haben sich aber innerhalb des Panels häufiger Knüschen. Fisternöllchen. Herrlich. Verstehe. Knüschen in Norddeutsch? Techtelmechtel oder was? Oder? Ja, Fisternöllchen. Fisternöllchen. Ach, schön. Es war auch häufig, was wir dann erfahren haben, es sollten ja Singles sein. Waren es ja oft nicht. Was? Die wollten einfach mitmachen oder mal was anderes erleben. Und dann haben da irgendwelche Kinder ihren Papa gesehen bei Geld oder Liebe. Guck mal, Mama, der sucht was Neues. Hast du uns nicht mehr lieb? Genau. Haben noch angerufen, Papa, nimm das Geld. Sehr schön. Sehr gut. Ja. Gut, spektakulär auch die Paarspiele. Wir haben uns jetzt für unser schönes Schlussspiel bei Geld oder Liebe bedient. Spielen werden jetzt auf jeden Fall von den Damen stehend Annette und Ina. Bist du froh? Annette und Ina spielen. Und gespielt wird mit zwei Herren, die jetzt noch mal zu uns kommen. Marcel ist noch mal da, unser Olympiaturner und Jürgen Vogel. Ach nee, der ist auch noch da. Da seid ihr ja. Mensch, wart ihr denn? Die langen Waden und die dünnen Waden. Wie war das? Lange Waden. Sehr gut. Wer spielt von euch? Mit wem habt ihr schon? Wir spielen. Ihr spielt zusammen? Okay, dann. Marcel? Jürgen? Ja. Ich möchte mit dir spielen. Was? Ich zeige euch ganz kurz mal das Spiel. Wir können auch schon aufstehen. Das ist ja, lass uns doch aufstehen. Das ist für die Durchblutung auch gut. Ja, für die draußen warten auf euch so ein paar Kokosboote. Die können wir mal ganz kurz zeigen. Dort draußen, da nehmt ihr rücklings aneinander Platz und rudert dann ins Studio. Wenn ihr dann hier drin seid, klettert ihr bitte paarweise in diese Hängematte. Ja. In der Hängematte müsst ihr eine feste Position finden. So fest, dass ihr nicht rausfallt. Über euch sind einzelne Würfel dann zu sehen, die wir gleich noch komplettieren. Wenn ihr draußen seid, das Ganze ergibt ein Wort. Dieses Wort stapelt ihr bitte, dass man es von oben nach unten lesen kann. Ihr müsst es also rückwärts schreiben. Dann gehen wir hier rüber und es gibt Grußkarten für Jürgen von der Lippe. Ihr steigt dann nämlich immer paarweise, Rücken an Rücken, in diesen Ring.
Achtet darauf, dass der Stift an eurem Bauchnabel ist. Ja, ja. Die Hände am besten hinter den Kopf, nichts festhalten. Dann schreibt ihr abwechselnd, lass es krachen, Ausrufungszeichen. Der erste schreibt lass, dann dreht ihr euch um. Der andere S, krachen, mit Doppel-S. Da werden gerade schon gefallen. Ich höre alles. Neue Rechtschreibung. Ich höre alles. Lass es krachen mit Doppel-S. Kommt ruhig rüber, dann sehen wir uns die Leute. Wir sind da und nach so. Macht deshalb Sinn, weil derjenige... Verzeihung. Da! Derjenige, der verliert, hat die Begegnung mit dem Vollstrecker. Karl Dall. So. Es gibt einen kleinen Test. Was erwartet das Paar, das verliert? Es wird hier in diesem Planschbecken Platz finden. Und dann wird auf euch etwas niederprasseln. Ich gehe lieber mal weg ein bisschen. So. Aha, ich auch. Jetzt schon? Zeig mal, Nino, mal gucken, damit ihr wisst, was... Jürgen, wenn du dir keine Mühe gibst. So. Ich habe heute noch nicht geduscht, deswegen eigentlich wäre es noch nicht schlecht. Wir bringen es auf den Punkt, verlieren ist scheiße. So, deshalb gehen wir jetzt mal bitte paarweise raus. Ja. Schnell. Wir kennen uns noch nicht so gut. Ja. Wir lernen uns jetzt sehr gut. Ja, naja, richtiges Schuhwerk habe ich ja schon mal an. Also, wenn ich das richtig verstanden habe, dann darf man den Teil wirklich nicht festhalten. Alles klar, dann mit mir lassen, gleich. Ja. Okay. Alles gut. Zu unserem Kokosbrote. Wichtig ist, dass ihr Rücken an Rücken sitzt. Moment. Wichtig ist, kommuniziert miteinander. Einmal kurz den Büschi hoch. Dankeschön. Seid ihr soweit? Ja. Gut. Auf die Plätze. Fertig. Los. Der Turner. Was macht ihr denn? Jetzt hat er's. Ui. Weiter geht's. Sehr gut. Andere Seite. Ja. Und Vollgas. Sehr gut. Ihr seid gut. So, Jürgen, erzähl mir. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich habe die Hängematte. So, die Ersten sind raus in der Hängematte. Marcel und Annette Frier. Findet eine feste Position. Ganz wichtig, wenn ihr rausgefallen seid. Annette, bist du noch bei uns? Nein, ich bin weg. Nochmal raus. Wieder raus, erst feste Position finden. Nehmt erst mal Platz in der Hängematte. Ich nehme das Tablett, gib mir das Tablett. Ja, nimm das Tablett. Der Name muss von oben nach unten zu lesen sein. Alles klar? Ja, alles klar. Okay. Ich hab ein R. Such doch erst mal eine feste Position. Okay, jetzt tut mir so leid. Und wieder zurück. So. Er spricht viel für diese Position. Wenn Gott sei Dank wird das nicht gesendet. Warte. Sehr gut. Jetzt bauen wir noch auf deiner Seite. Wir sammeln erstmal. Okay. Sehr gut, hinter dir. Erstmal sammeln. Okay. Habt ihr das Wort schon erkannt? Stimmt, das ist schwer. Der Reiter am Arm ist, glaube ich. Hinter dir ist noch einer. Eins, zwei, drei. Hinter dir ist noch ein. Oh mein Gott. Eins, zwei, drei. Wir bleiben alles genau, wie wir sind. Oh ja, hier ist eigentlich auch gemütlich. Hängt noch irgendwo. Hör mal. Ja, ich komme dahin. Was macht ihr eigentlich da? Nehmt zwei Pina Colada. Ja. Bisschen Privatsphäre, bitte. Au. Ja. Oh Mann. Noch einer? Ja, was machst du denn da? Ja. Sind die zu kurz, die Arme? Eins, zwei, drei. Ach, so. Was heißt das Wort? Mach alle hoch. Es fehlen ein paar Buchstaben. Ja, ich hab sie gewählt. Nein, er muss mindestens 3 Sekunden. Nein, dann musst du bloß auf dem Tablett stehen. 3 Sekunden. Kauf ein E. Pass auf, unser Wort eins, ist ein anderes. Eins, zwei, drei. Jawohl. Jürgen, jetzt auch super. Jürgen, weiter, dürfen ja, weiter. Ja, weiter natürlich. Kann er noch nicht hoch. So, Rücken an Rücken. Oh. Lass, Mikro gleich mal. Lass es krachen. Okay. Nicht anfassen den Ring, die Arme hinter den Kopf. Ach so. Ihr müsst ein bisschen auseinander, genau, dann kommt der Pass besser. Dürfen wir den denn einmal hoch? Sag, was ich tun soll. Ja. Hätte vergessen. So, hoch jetzt das Ding.
vorne? Ja, darf man jetzt hochnehmen? Du hast gesagt, man darf. Okay. Nicht. Du fängst an. Okay. Lass es. Näher ran, näher ran, näher ran. Ja, ja. Ausrufungszeichen da noch, ne? Achso, du musst schreiben jetzt. Sag mal, wer soll denn das lesen? Lass! Ja, wo ist das Doppel-S? Wo ist denn das S? Das Ich hab S! Hä? Was? Oh, galant! Wo ist denn das S? Galant! S! Okay. S! Nein. K! K, krachen! E-S! Lass es! Na da, zwei S! Gerade da! Okay, Ausrufezeichen! Ausrufezeichen! Natürlich, wollte ich auch. Was soll denn das? Was? Jetzt wollen wir, lass mich krachen schreiben! Nicht bei jedem Wort, was soll das heißen? Fertig! 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 Warte doch! Ja! Oh, jetzt hat's Schwung. Und jetzt kommt auch so mit sein. Hallo! Oh. Hallo, grüßt euch! Okay. So, es war sehr knapp. Ja. Es war verdammt. Was hast du gemacht? Ja. Guck dir mein S an! Voll schön. Ihr habt wesentlich besser geschrieben. Ihr habt das ganz toll gemacht. Ihr habt da hinten nur auf der Hängematte völlig falsches Wort geschrieben. Ja, da habe ich in einem Wutanfall zwei Buchstaben verloren. So, das heißt aber im Klartext, dass ihr dieses Spiel verloren habt. Was? Ja. Aber ja, da hinten schon. Leute, ey, Regeln sind Regeln. Oh, wir sind doch erwachsen. Das, ja. Video wir sind doch erwachsene Menschen. Weil du da hinten falsch gemacht. Oh, mach mal im Kindergarten und dann gibt's für alle einen Bonbon. Aber das geht doch heute nicht. Wir machen das so. Wir machen das so. Wir sind Gentlemen. Ja. Oh. Wir beide übernehmen die Dusche. Okay. Mehr geht nicht. Also so, bravo. Mit Männer. Ihr seid super. Ja. Mit einer Glatze. Marcel, ich glaube an dich. Kuschelt euch zusammen. Na dann. Je enger, umso besser. Der Vollstrecker. Meine Frisur. Ja, ich weiß nicht. Walter deines Amtes. Karl, bitte. Oh. Oh. Jetzt auch zur Miete. Danke dir. Schön. Ihr denkt, dass ihr noch gut davon gekommen seid, weil es nichts Glitschiges war, diese Federn. Sagt nur Vogelgrippe. So. Grün, Vogelgrippe. Also. Wir haben für dich zum Finale noch einen, glaube ich, musikalischen Höhepunkt, der dich sehr, sehr rühren wird. Wenn man jetzt 70 wird, schaut man dann lieber zurück oder lieber nach vorn? Nun ja, es gibt ja nach hinten zurück wesentlich mehr zu gucken. Und wenn man nach vorne schaut, gibt es da so Wünsche, Ziele, Ideen oder sagt man, nein, ich genieße jeden Tag so, wie er kommt? Wenn es so bleibt, wäre ich mehr als zufrieden. Ich möchte dich nochmal bitten, mitzukommen. Ja. Weil jetzt kommt etwas wirklich ausschließlich für dich. Oh je, und dann werde ich weinen müssen? Wäre für die Dramaturgie nicht schlecht. Och, super. So. Aua. Weil ich gehe auch gleich weg, keine Angst, du müsstest mich nicht von hinten sehen. Ein junger Mann kommt, der auch schon als kleiner Junge mit seinen Eltern vor deinen Sendungen saß und gesagt hat, ich möchte das Lieblingslied von Jürgen von der Lippe gerne ihm zu Ehren heute zum Besten geben. Für dich da heute Johannes Oerding. Oh. Ja, lieber Jürgen, ich glaube, man kann es nicht oft genug sagen, wie die meisten hier im Saal und auch vor den Bildschirmen bin ich mit deinem Humor und deiner Musik auch aufgewachsen. Danke dafür.
Und deshalb freue ich mich sehr, jetzt wirklich eins deiner Lieblingslieder, so sagte man mir, singen zu dürfen. Und ich hätte nie gedacht, dass ich mal im deutschen Fernsehen einen Wolfgang Petri-Song singe. Oh, da bist du echt hier, toll. Aber hier ist für dich nichts von alledem. Oh je. Das Fest ist aus, die beiden sind alleine. Mit all den Blumen, all den Gläsern, den Girlanden an der Wand. Und er steht regungslos am Fenster. Sie fragt, was ist mit dir? Er lächelt schief und sieht sie an. Ich hab es nie gebaut. Dein weißes Haus am See. Ich hab dich nie im offenen Wagen durch Hollywood gefahren. Ich hab so viel gewollt. Die Jahre gehen vorbei, aber ich hab nichts von alledem getan. Sie geht hin, nimmt seine Hand in ihre. Die ersten Vögel sind zu hören und die Sterne werden blass. Sie nimmt sein Glas und hebt es hoch und sagt sie, Herr, ich trink auf dich, auf all die Dinge, die du nie getan hast. Du hast mich nie verletzt, du hast mich nie verlassen, hast dich nie darin beirrt, die Einzige zu sein in all der Zeit mit mir. Der Guten und der Schlechten hast du nichts von alledem getan. Meine Verehrung und Happy Birthday, bleib gesund, mein Junge, und alles, alles Gute. Du hast mir meine Schulzeit gerettet. Der Schlussgag bei Geld oder Liebe, ich habe mir die immer aufgeschrieben und am nächsten Tag in der Klasse ausprobiert. Das hat meine Beliebtheit gerettet. Keine Panik, willkommen im Club. Club der sexy 70er. Bin ich auch schon da. Bon anniversaire. Ja, ich schmier mir jetzt Geburtstag. Ich wünsche dir Energie, gute Laune, so wie du sie bis jetzt gehabt hast. Ein riesen Respekt für all das, was du geschaffen hast. Und weiterhin Gesundheit und alles Gute für dich. Und vielen Dank für all die Inspiration. Hast nie an mir gezweifelt, hast dich nie von mir verschlossen. Was immer auch mit uns war, ist ein Liebeshaar. Im Fensterscheiben spiegeln, denn du hast nichts von alledem getan. Ist ein Liebespaar im Fensterscheibenspiegel, denn du hast nichts von alledem getan.
Herzlichen Glückwunsch, Jürgen von der Lippe. Danke, WDR Funkhausorchester, ganz groß, und Johannes Oerding. Ach ja, da kriegt selber, also, selber, das ist toll. Selber schuld. Jürgen, das danke, dass ich das machen durfte für dich. Ich bin, Wie schön, wie schön, wie schön. Am 80. singe ich. Ich bin sehr getoucht. Vielen Dank, Jürgen. Vielen, vielen Dank. Jürgen von der Lippe, meine Damen und Herren. Da ist schon mal das. Erich Firch. Kennst du noch von Kurek Tisch und Firch? Jürgen, gestern in der Recherche habe ich das dann alles gefunden. Hammer. Wahnsinn. Vielen Dank. Deine Geburtstagsgäste, die Zuschauer am Schirm, wir sagen danke für so viele tolle Jahre, so viele tolle Sendungen. Wir feiern gleich noch weiter, nehmen uns einen Korken zwischen die Zähne und feiern spätestens den 80. wieder offiziell. Ich kann mich nur ganz, ganz herzlich beim Sender bedanken für dieses Wahnsinnsgeschenk. Es ist mir eine sehr, sehr große Ehre. Ich bedanke mich bei allen Gästen, bedanke mich bei dir, bedanke mich selbstverständlich bei Ihnen hier und bei all den Menschen, die mich in den letzten 50 Jahren vielleicht ein bisschen gemobbt haben. Vielen, vielen Dank, Jürgen von der Lippe. Herzlichen Glückwunsch von uns allen. Dankeschön fürs Zuschauen. Es war mir ein Fest, das würde ich machen. Schönen Abend noch. Tschüss, danke.